So, toll. Jetzt wissen wir nicht, wann wir live sind und ganz plötzlich kann es sein, dass die Leute uns hören und oh. Okay, dann hören die Leute uns jetzt scheinbar. Hi. Ja, morgen, das ist das einzige Mal, dass ihr mich in den nächsten 3 Stunden hört. Nein, 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 nein. Wie gesagt, wir können ja so ein bisschen philosophieren. Ich werde definitiv Looking Glass Studios erwähnen, logischerweise. Aber, also das Spiel, ja, also Thief 2 ist von Looking Glass Studios. Und ich muss das bei jedem Event erwähnen, diese wunderbare, wunderbare Firma. Die es leider auch nicht mehr gibt seit 21 Jahren. Ja, wir spielen heute ein paar Fanmissionen für Thief 2. Ist das nicht ein bisschen modern für ein Alter? Was? Thief ist niemals zu alt oder zu neu. Thief ist immer genau so alt, wie es sein muss. Es macht immer noch Spaß, egal wie alt es ist. Ja, ich starte einfach mal. Oder Moment, nein, ich starte noch nicht. Jetzt zeige ich erstmal ganz kurz hier den Garrett Loader. Es gibt halt den Dark Loader, den habe ich bisher immer benutzt, aber der funktioniert im Moment nicht mehr so wirklich. Der hat Probleme, bestimmte Fanmissionen zu laden. Deswegen bin ich jetzt endgültig umgestiegen auf den Garrett Loader. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber der kann auch für Thief Deadly Shadows, also für Teil 3 Missionen laden. Das kann der Dark Loader nämlich nicht. Das ist im Grunde ein Zusatzprogramm, mit dem man ja, die Fan-Missionen reinladen kann und die ersetzen dann quasi das Hauptspiel. Ich könnte hier zum Beispiel jetzt auch auf die Original- oder Original-Missions gehen, dann install und dann hätte ich halt die Original-Mission drin. Aber nein, wir wollen ja Fan-Missionen spielen. Ich habe die erste hier, Brawl in the Tombs, schon installiert und wir gehen da einfach mal rein. So, oh, das ging sehr schnell eben. Ich gehe mal ganz kurz nochmal raus, weil ich mal gucken will. Ach so, ja, stimmt. Ihr habt ja. Ja, toll. Wenn ich das ablege, habe ich ja kein Bild. Oder habt ihr ja kein Bild mehr. So, aber müsste jetzt eigentlich zu sehen sein, Ui, du hast es in 16 zu 9 gepackt. ne? Ja. Beim schwarzen Nein. Balken links Ja, unten. ich weiß, das ist nur in den Menüs und hier im Okay. Titelbildschirm. Im Spiel an Ah, sich okay. ist das nicht so. Keine Sorge. Kurze Vorwarnung in Anführungsstrichen schon mal. Erstmal werde ich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad diesmal spielen. Einfach damit ich ein paar mehr Sachen zeigen kann. Normalerweise spiele ich das immer auf dem höchsten hier, aber man sieht schon allein schon hier diese Summe, die wir an Beute sammeln müssen. 1500 auf normal, auf Hard sind es schon 3000 und auf Expert, beziehungsweise hier heißt es dann halt One Man Army, wären es halt 4500. Und ich habe keinen Bock hier Ewigkeiten zu suchen jetzt. Für den heutigen Tag. Ja, weil ich euch ein paar mehr zeigen will. So, dann laden wir mal schon die erste Mission. Und was ich am Anfang schon mal sagen möchte, ist, dass ich hier einen Filter draufgelegt habe. Also erst. Time to Oh, raid some Time tombs. to raid some tombs. Oh ja, Garrett. Oh ja. Ja, ich habe hier einen Helligkeitsfilter draufgelegt, weil man ansonsten gerade in der Mission, sobald ich hier unten bin, man hätte nichts No erkannt. vault in this hide could hurt it. Wirklich absolut nichts. Und das hätte sich über die ganze Mission erstreckt. Deswegen so erkennt ihr wenigstens was, auch wenn es natürlich so ein bisschen, ja, das Feeling so ein bisschen wegmacht. Weil eigentlich soll Thief ja im Dunkeln spielen. Für die Leute, die Thief überhaupt nicht kennen, also das hier ist technisch gesehen übrigens Thief 2. Lustigerweise sind alle Fan-Missionen, die ich heute zeige, Missionen für Teil 2. Macht aber keinen wirklichen Unterschied. Nee, und Thief, beziehungsweise Thief Gold gibt es mittlerweile eigentlich nur noch, wenn man es über Steam zum Beispiel kauft. Und Thief 2, die sind von der Engine nahezu identisch. Und es sind halt Stealth Games, First-Person Stealth Games, um ganz genau zu sein. Helligkeit raufdrehen ist Cheaten. An sich ja, da gebe ich dir recht. Das muss man ja so sagen, aber ich meine, er will es ja nicht blindfolded Ja, genau. spielen. Also die Mission kenne ich schon, die habe ich extra ausgewählt, weil die einige sehr interessante Spielmechaniken hat. Und zwar gibt es in Thief verschiedene Fraktionen, die auch miteinander verfeindet sind. Übrigens, da unten werden die ganzen Texte angezeigt. Das liegt an einem Patch. Ohne diesen Patch sollte man die Thief-Spiele gar nicht mehr spielen. Ja, ich will Ja, hier ich finde hoch. es auch relativ gut. Ja, eben. Nee, Ja, einfach und so, dass du es halt lesen kannst, weil, keine Ahnung, gewisse Dialoge kriegst du gar nicht mit, weil die teilweise tatsächlich so einen tollen englischen Dialekt mit drin haben. oh ja. So, was das Besondere an dieser Mission ist, ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt verschiedene Fraktionen in dem Spiel, die auch miteinander verfeindet sind. Da hinten haben wir zum Beispiel Hammeriten. Oh, jetzt haben wir, so.
Hier haben wir ein paar Untote, die stehen in dieser Mission gerade so außerhalb des Sichtfeldes. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel da einfach einen Pfeil hinschieße, so, da wird ein bisschen Lärm gemacht, jetzt werden sie aufmerksam und jetzt fangen sie gleich an, sich zu sehen und zu bekämpfen. Und das ist saulustig in dieser Mission. Aber ich sollte mich vielleicht irgendwo hinstellen. Jetzt bin ich komplett im Schatten. Also wir haben unten so ein Lichtjuwel. Also das unten mittig. Ah, jetzt fangen sie an zu kämpfen. Sehr schön. So, jetzt können wir uns die Kämpfe mal ein bisschen angucken. Ja, und dieser Lichtjuwel, der zeigt halt die Sichtbarkeit an. Also wenn das so... Oh Gott, ging versehentlich ein Geschoss ungefähr in meine Richtung. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, wenn der so dunkel ist wie jetzt, dann bin ich halt nicht sichtbar für die Gegner. Ja, und dann gibt es aber auch noch Abstufung Gelb, dann gibt es Abstufung Rot und ja, je nachdem bin ich halt umso besser sichtbar für die Leute. So, wir warten mal kurz, bis der Kampf vorbei ist. Nicht das. Okay. Das Witzige hier an der Stelle ist, Moment, ich versuche mal das so ein bisschen zu zeigen. Moment, hatte ich das hier? Ja, hier. Ich kann ja so ein bisschen reinzoomen. Ja, da stehen halt so ein paar in so einem, ja, in so einer Absperrung quasi drin. So, was war jetzt die normale Stufe? So müsste es normal sein, ne? Ne, so ist normal. Da stehen welche in der Absperrung drin, die können gar nicht erreicht werden. Also hier gewinnen die Hammeriten immer diesen Kampf. Selbst wenn einige von denen sterben, aber. Was, ein Veni, ein Dipaktinus? Hi, Vegeta. So, hier weiß ich nicht, ob das beabsichtigt ist, aber man kann hier einfach rüberspringen. Okay, gut. Vorführeffekt. So, geht doch. Und man hat es eben gehört, die Dinger sind aus Metall, aus irgendeinem Grund. So, dann. Oh Gott. Untote. Ich kenne den Weg hier durch das ganze Ding nicht mehr wirklich. Da müssen wir mal gucken. Ich muss sowieso mal gucken, was habe ich denn überhaupt an Aufgaben? 1500 Schätze stehlen. Informationen zu den Mechanisten stehlen. Selber darf ich keine Hüter töten und keine Diebe. Die Hüter, das sind quasi unsere Ausbilder gewesen, von denen wir uns aber auch abgewandt haben. Und die Diebe ist halt, ja, Diebesgilde. Warum sind die hier unten? Also allgemein die beiden Fraktionen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Diebe kann ich mir noch vorstellen, dass es halt ein gutes Versteck ist. Weil wer schleicht sich hier durch die Horden an Untoten schon durch? Aber ja, die Hüter, na gut, die haben eigentlich auch mal sehr abgelegene Verstecke. So, mal kurz auf die Niemand stellt Karte. eine wunderschöne Frage. Warum heißen die Spiele im deutschsprachigen eigentlich nur Dark Project ohne Thief? Weil die Synchron. Quatsch, das Lokalisierungsteam damals ziemlich doof gewesen ist. Das erste Spiel hieß ja Thief, The Dark Project im Original. Und die haben einfach Dark Project, der Meisterdieb, draus gemacht. Vielleicht, weil sie der Meinung waren, das klingt irgendwie besser. Ja, das Problem war nur, als dann Teil 2 rauskam, der zweite Teil hieß dann im Original Thief 2, The Metal Age. Da war halt nichts mehr von Dark Project drin. Aber die mussten dann halt. Ja, irgendwie das Dark Project trotzdem noch mit reinbringt, Echt? deswegen hieß das dann halt Dark Project 2, The Metal Age. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein bisschen genauso diesen Ninja Turtles Wipe hat. Dass sie halt einfach, als es das erste Mal rauskam, gesagt haben: Ja, okay, wenn wir das jetzt Dark Project oder Thief Dark Project im Deutschen nennen, hat das so ein bisschen negativen Touch. Deswegen benennen wir das so ein bisschen um, weil das war ja damals auch der Punkt, Beispiel mit den, warum die Teenage Mutant Ninja Turtles bei uns Teenage Mutant Hero Turtles hießen, weil Ninja Ich unterbreche dich mal eben ganz nicht kurz, perfekt. Ja, weil Entschuldigung. ich wollte eigentlich die ganze Zeit hier schleichen, aber ich wollte das vorher noch erklären. Das ist Marmorboden. Marmorboden, ich kann es ja mal. Ach, nee, ich weiß gar nicht, ob ich hier speichern kann. Ich weiß nicht mal. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich speichern kann. Aber Marmorboden ist auf alle Fälle verdammt laut. Und da muss ich ganz langsam rüber, um. Ja, um halt da ungehört rüberzukommen. So, wo war jetzt. Da. F8 und F9, okay. Wie gesagt, ich war mir da nicht mehr ganz sicher, wo ich das jetzt drauf hatte. So, F8 und ja, okay, Laden funktioniert. Okay, jetzt kannst du weiterreden. Entschuldigung. Nee, also, wie gesagt, da war ich eigentlich auch sogar schon fast fertig. Nee, wie gesagt,
in Deutschland, beziehungsweise kam ja von Großbritannien her, dass dieses Ninja als böses Wort quasi im Gedankengut nicht so toll ist. Und deswegen das auf Hero Turtles übersetzt würde, weil es soll ja was Tolles sein. Genau. Und ich denke mal, mit so einem Gedankenweise könnte es vielleicht auch zu tun haben. So. Kann ich... Gott, wo hatte ich nochmal nach vorne lehnen? Da, da hatte ich's. Da ist was drin, das will ich haben. Komm ich... Ah, schade, ich komme von hier aus nicht ran. Ja gut. Oh, jetzt war ich doch ein bisschen sehr laut. Wenn du reinspringen würdest, würde man dich auch hören, oder? Ja, ja. Es sei denn, das ist halt entsprechend irgendwie komisch programmiert. In Dromed. Also Dromed ist so die, die Software, mit der man Fanmissionen programmieren kann. Das ist auch dieselbe Software, mit der das Originalspiel programmiert wurde. Und da muss man für bestimmte, also eigentlich immer für Räume, muss man da immer so eine Soundkulisse auch einstellen. Das hattest du ja, als du... Ach nee, das war ja im Kommentar, das war ja gar nicht öffentlich, verdammt. Aber ich hatte es beim Speedrun-Commentary auch mal erklärt, wenn man irgendwo mal nicht weiß, ob man out of bounds ist, dann kann man einfach mal darauf achten, ob man Schrittgeräusche hört, wenn man da lang rennt. Wenn nicht, dann kann man sicher sein, man ist out of bounds, da sollte man eigentlich nicht hin, weil dann wird da für diese Stelle halt einfach kein Sound programmiert, weil die Entwickler davon ausgegangen sind, da kommt man eh nicht hin. Genau, weil Sounds liegen immer auf Rastern und genau. Naja, warum sollte man außerhalb von den Wänden und nicht spielbaren Bereichen auf die Raster Sounds legen? Eben. So, der Kompass sieht auch ein bisschen anders aus, das wusste ich schon gar nicht mehr. Also wir haben hier einen Kompass, wir haben ja unsere Flares, die werde ich auf Garantie nie benutzen, aber ich kann sie ja mal einmal benutzen. So, kann ich auch hinwerfen, nach einer Weile gehen die natürlich aus. Hm? Das ist dieser Rick? Dieser was? Dieser Rick? Rick Flair? Ach Gott. Du meinst Richard Flair. Oh, ich habe schon 1025 Gold, wow. 1500 brauche ich. Ich glaube. Oh Gott, Entschuldigung. Das waren 125 Gold. Nee, das ist eine vierstellige Zahl. 1050. Ah, das ist von der Auflösung her ein bisschen doof. Ach, ja, sorry. Ja. Ja. So, steht der auf? Nee, okay. Ja, bei solchen Leuten, die auf dem Boden liegen. Ja, Moment, ich kann ja mal. Na? Stehst du auf? Ja, gut, ich lasse es mal lieber. so. Ich hab noch ein Spiel, was übrigens die Dark Engine benutzt, hat der gute Mibio gerade gesagt. Ist zum Beispiel System Shock 2. Richtig. System Shock 2, hatte ich sogar überlegt, ob ich da auch noch mal eine Fanmission zeige. Da gibt's aber nur, ich glaube, 6 Stück. Also da ist die Fanmission-Szene halt immens klein, leider. Obwohl das Spiel halt richtig geil ist. Aber irgendwie zeigt er mir da immer eine Fehlermeldung an. Der will nämlich eine Thief-Exe-Datei haben, also in diesem Garrett-Loader. Oh Gott, oh, stimmt ja, die Pyramide. Gehen wir gleich mal hin. Und System Shock 2 hat natürlich keine Thief-Exe drin. Ich meine, ich könnte die theoretisch umbenennen in Thief.exe, aber ja, nicht, dass es dann Probleme gibt, wenn ich das eigentliche Spiel mal spielen will. Ich muss aber auch dazu sagen, die paar System Shock-Fan-Missionen, die es gibt, die sind halt auch nicht allzu besonders. Achso, ja, das sind nur ein paar Knochen. Die stehen nicht auf. Also die meisten Fanmissionen gibt es für Teil 2. Also das, was ich jetzt hier spiele, obwohl man halt den Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2 für gewöhnlich gar nicht sieht. Oh ja. Der Raum. Grafisch haben sie ja auch keine großen Updates gemacht zwischen 1 und 2. Richtig. Also neue Missionen, ein bisschen Engine-Verbesserung. Genau, also die wichtigsten Sachen sind eigentlich das Zoom. Das kommt man in Teil 1 noch nicht. Und dass es in Teil 2 auch weibliche Wachen gibt. Ansonsten sind das wirklich so minimale Dinger. So, wir haben hier eine Menge Untote. Wir haben da zwar nur sehr wenige Mechanisten. Nee, ja doch, Mechanisten sind es in dem Fall sogar. Aber wir haben ja diese Geschütze.
Das könnte jetzt sehr lustig werden. Ich stelle mich mal irgendwo hin. So. Ach, Beni quält wieder arme Untote. Ja, nee, ich muss da ja sowieso irgendwann durch. So, schauen wir mal. Reagiert jemand? Nö. Habe ich irgendeinen Lärmpfeil? Achso, ja, auf die Pfeile kann ich nachher mal eingehen. Könntest aber Gut. eventuell auf eine der Ja, auf die Taler Dinger, ne? schießen. Das sollte, glaube ich, Lebenslärm machen. So, jetzt. Okay. Und los geht's. Jetzt genießen wir mal die Schlacht. So, ich steck mal den Bogen weg. Weil, ja, der macht mich halt ein bisschen besser sichtbar. Aber ich kann ja mal, während wir hier die Schlacht genießen, kann ich ja mal kurz die Waffen erklären. Schwert, das werde ich bestenfalls mal nutzen, um irgendwie, weiß ich, einen Wandteppich niederzureißen oder so. Der Blackjack, mit dem kann ich Gegner niederknüppeln. Ja, man sieht ihn jetzt gerade ein bisschen schlecht, aber da ist er. Hup, hup, hup. Hinknüppeln. Genau. Dann die Breitkopfpfeile, das sind halt ganz normale Standardpfeile, die ich aber auch gerne nutze, um so ein bisschen Lärm zu machen. Dann die Wasserpfeile, mit denen kann ich Fackeln löschen. Oder was ich in Teil 2 auch so ein paar Roboter deaktivieren. Feuerpfeile sollte eigentlich selbsterklärend sein. Ist eine schöne Explosion, die aber natürlich sehr laut ist. Moospfeile kann ich. Oh, stimmt, ich hätte vorhin auch Moospfeile benutzen können in dem einen Raum. Aber egal, jetzt habe ich sie wenigstens noch Oh, alle. Zombies haben gewonnen. Ja, ich sehe es gerade. Okay, das ist eigentlich ein schlechtes Ergebnis, weil noch so viele Zombies übrig sind. Idealerweise sind dann nur, weiß ich, ein, zwei Zombies übrig. Oh, naja, gut. Aber ich muss sagen, ja, da Vini ja gerade so ein bisschen durch das Inventar durchgegangen ist, das Garrett so hat, das ist noch viel, viel größer. Und deswegen habe ich in meinem Commit-Test ihnen einen sehr, sehr schönen Namen gegeben. Ach so, Und ja, oh zwar Gott. ist Garrett der Inspector Gadget der Steampunk-Welt. Genau. So, hä? Irgendwo ging es hier auf der Seite durch. Oder musste ich da durch? Oh, wenn ja, das wäre ein bisschen doof. Ja, aber die stehen da gerade so schön alle beisammen. Ja, oder auch nicht. Oh, 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 ho, ho. Ah, okay. Ja, Feuerpfeile. Die machen mich halt sehr gut sichtbar. Das ist das Problem. So. Ja, von hier hinten könnte ich mal versuchen. Oh, was war da gerade für ein Wölkchen neben dir? Achso, da hat irgendeiner auf mich geschossen. So. Hui. Oh, wow. Der ist nicht tot. Ich habe ja gerade gespeichert. Oh. Oh. Ja gut. Lassen wir mal. Egal. Ja, Feuerpfeile, die. Achso, genau. Ich bin ja noch gar nicht alle Pfeile durchgegangen. Moospfeil hatte ich erklärt. Also, nee, hatte ich nicht erklärt. Den kann ich auf den Boden schießen. Und dann, ja, wird da halt Moosteppich gebildet und macht sich gerade bei Marmor zum Beispiel gut, weil ich dann deutlich besser rüberschleichen kann. So, dann gibt es noch, die habe ich jetzt nicht, aber dann gibt es noch Gaspfeile. Mit denen kann ich halt aus der Entfernung Leute betäuben, sogar mehrere gleichzeitig. Dann, nee, oh, Rope Arrows, also Seilpfeile habe ich auch nicht, wow. Ja, mit denen kann ich in Holz, wenn, ja gut, hier ist jetzt nirgendwo Holz an der Decke, aber da könnte ich halt reinschießen und dann würde ein Seil da rauskommen und ja, könnte ich hochklettern. Die Seilpfeile kann ich sogar immer wieder einsammeln. Es sei denn, die sind halt wirklich kaputt gegangen, weil ich gegen Stein geschossen habe zum Beispiel. Und dann gibt es noch die Lärmpfeile, die ich aber ganz selten mal benutze, weil normalerweise reicht so ein. Oh Gott, ist das grell hier. Normalerweise reicht halt so ein Breitkopfpfeil aus. Ja. Und bei dem Seilpfeil gibt es noch eine kleine Modifikation. Da gibt es noch die Efeu-Variante. Ich weiß nicht, Genau. ob man die in den Fan-Missions auch hat. Teilweise. Kommt halt immer Okay. drauf an. Aber gibt es auch. Und die kann man dann auch auf Metallgitter schießen, zum Genau. Beispiel. Aber an sich funktionieren sie genauso wie Seilpfeile, nur dass man zusätzlich dann halt auch so eine Gitter damit beschießen kann. Die kriegt man im Originalspiel storytechnisch aber auch deutlich später erst. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade lang renne übrigens. Ah, oh, jetzt sind wir wieder hier auf alle Fälle. Gut, wir sind mal im Kreis gerade. Was wolltest du sagen? Sagte guten Morgen, der Wikinger. Ach so, morgen Wikinger. Oh Gott. Oh, da war ein Zombie. Ach, Veni. Ich war jetzt nur überrascht, dass da einer stand und ich wäre ihm ja beinahe in die Arme gerannt. Das wäre ein bisschen doof gewesen. So. Der steht darauf garantiert auch auf, wenn ich dazu.
zu laut bin in seiner Nähe. Ach nee, ich dachte. Hi. Da bist du aber ganz knapp an einem noch Ja. vorbeigeflogen. Ja, ich meine, die sehen mich im Moment ja auch nicht, oder? Oh, doch, doch, der hat mich gesehen. Haha, so. Das ist auch sehr schön Ja, anzusehen. ja. Ich Ich wollte wollte dir ihn. eigentlich nur ein Küsschen geben. Oh. Nee, ich wollte einfach mal so ein Zombie aus der Nähe zeigen. Oh nee, ich guck da mal lieber nicht so in Richtung dieser Pyramide, weil das Unangenehm. ist geil. Ah, hier sehen wir übrigens sogar zwei Roboter. Oh Gott! Oh, da war ja einer. Verdammt. Ein großer und ein kleiner Roboter. Diese kleinen Roboter, die können mir keinen Schaden zufügen. Ich meine, die beiden ja sowieso nicht mehr, weil die ja deaktiviert sind. Aber die kleinen Roboter können mir keinen Schaden zufügen. Die sind übrigens auch blind. Das wissen viele nicht, die das Spiel gespielt haben. Die reagieren wirklich nur auf Geräusche. Aber die können halt wieder andere alarmieren. Also Wachen oder andere Roboter. Und die großen hier, die sind schon ein bisschen gefährlicher. Und hier hinten, da brennt normalerweise eine Flamme bei beiden. Ja, bei denen. Moment. Ich versuche mal das zu zeigen. Da sieht man es gerade so ein bisschen auf dem Rücken. Bei den kleinen kann man einen Wasserpfeil reinschießen, dann ist der deaktiviert. Bei dem großen kann man zwei Wasserpfeile reinschießen. Man kann auch einen Gaspfeil reinschießen. Auch bei den großen, da reicht dann einer. Aber das ist absolute Verschwendung. Also die Gaspfeile, die sind so wertvoll, die würde ich für sowas nicht benutzen. Es sei denn, Entschuldige man. mal, ich bin ein bisschen leise. Du bist ein bisschen leise? Okay, mal, Moment. Ich kann dich ja mal ein bisschen hochdrehen. Ach ja, jetzt seht ihr übrigens wieder den Garrett Loader. Beschwerde einreichen. Ja, kann ich auch gleich mal machen. Wenn wir schon mal dabei sind. So, ich mach mal direkt auf 10. So, bevor wir jetzt hier Ewigkeiten rumdiskutieren. So, kannst du mal kurz reden? Ja, ich kann natürlich mal kurz reden. Aua. Bin ich jetzt für dich zu laut? nee, geht schon. Geht schon. Ich habe mich nur erschrocken, weil es doch sehr laut war gerade im ersten Moment. So, oh, dann kann ich gleich auch noch mal Kanalpunkte sammeln. So, ja, müsst ihr nur mal kurz sagen, ob Risal jetzt laut genug ist. Hoffe, ich bin laut genug. Aber ich denke mal Dann schon. sollte das jetzt, glaube ich, dann hoffentlich passen. Macht mich nicht nervös, Chat. Ach, was. So, ich gehe mal so lange wieder ins Spiel rein. Ich kann ja dann notfalls wieder raustappen. So, ich warte mal noch mal ganz kurz, weil irgendwie braucht er mal einen ganz kleinen Augenblick, bis das Bild angezeigt wird. Nicht, dass er vergisst, ins Menü zu gehen, wirst. Nein, nein, nein. So, ich gucke hier hinter den Statuen übrigens auch immer, weil da gerne mal irgendwelche geheimen Falter drin sind. Ah. Ich könnte da jetzt einfach durchrennen und hoffen, dass ich die abgehängt kriege. Ich war aber der Meinung, dass das irgendwo hier auf der rechten Seite, dass es da auch lang ging. Ist halt auch schon eine ganze Weile her, dass ich diese Mission gespielt habe. Ich habe übrigens auch ein paar Missionen noch rausgesucht, die ich noch gar nicht kenne. Oder zumindest bin ich der Meinung, dass ich die noch nie gespielt habe. Nee, da geht's auch nicht lang. So einen Metallscheinwerfer kannst du aber auch nicht ausschießen, ne? Nee, 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 die Mit nicht. normalen Pfeilen. Die nicht, leider nein. Die da oben, die könnte ich jetzt noch wegschießen. Aber da sind mir ehrlich gesagt die Feuerpfeile gerade zu wertvoll. Ja gut. Probieren wir es Oh, einfach schon mal. durch. Genau. Oh, Hilfe. Toll, ich bin da. Oh, wow. Da ist auch noch einer. Aber warum kommen die jetzt alle angerannt? Ah, lass mich durch. Toll. An den Lass komme ich mich jetzt. Arsch, ich bin durch. Komme ich an dem vorbei? Ja, ich komme an dem vorbei. So. Ah, toll. Jetzt bleibe ich an den blöden Scheinwerfern da hängen. Ah, so. Ach ja, Bunny Hopping funktioniert in dem Spiel übrigens auch. So, jetzt kämpfen die da wenigstens gegeneinander. Auch wenn ich jetzt einiges an Energie verloren habe. Also unten links, das ist meine Energie. So nebenbei mal. Aber gucken wir uns den Kampf jetzt noch an. Sechs Mal noch, dann ist Veni dort. Ja, der sechsmal. Ich verliere immer ein bisschen mehr als nur einen Punkt. Übrigens, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wäre ich jetzt
schon tot. Ich glaube, es ist sogar auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Am höchsten verlierst du ja, glaube ich, pro Hit drei oder vier von den Bubblechens. Ja, kommt immer drauf an, aber da geht das verdammt schnell auf alle Fälle. So, ja, toll. Sind immer. Ach nee, das sind ja gar keine Untoten mehr. Ah, Moment. Da könnte ich jetzt rein theoretisch die alle ausschalten. So, probieren wir es mal. Problem ist, normalerweise müssen. Ah, okay, den kriege ich nicht ausgeschaltet. Oder? Moment. Dürfte aber nicht funktionieren. Nein. Aber das Geräusch ist schön. Das wollte ich mal zeigen. Der hat nämlich einen Metallhelm auf. Nee, normalerweise soll man die nur ausgeschaltet kriegen, wenn die nicht wissen, dass man in der Nähe ist. Es funktioniert aber teilweise auch so. Oh, der hat mich gesehen. Hopp. Ich lauf mal weg. Oh Gott, der ist immer noch hinter mir her. Ah, Hilfe. Ich glaube, den werde ich jetzt auch so schnell nicht los. Es sei denn. Ich lock den jetzt irgendwo hin. Ah, ja. Na komm, da ist ein Zombie. Kämpft mal gegeneinander. Oh, ihr sollt gegeneinander kämpfen. Och Mann. Ach, du bist doch doof. Vielleicht lädst du doch noch mal den Safe. Ja. Ich probiere das jetzt mal für einen kurzen Augenblick. Oh, der ist so langsam, der Untote. Ja, gut, ich lade nochmal neu, bevor ich jetzt hier Ewigkeiten rum. Metallhelm ist cheaten. Irgendwie ist bei dir. Ah, nee. Warst du das von? Ah, nee, Nein. das war Happy Camper mit dem Gamma-Hochstellen ist cheaten. Aber jetzt kannst du ja noch mal versuchen, die Wachen runterzulocken mit einem Pfeil. Theoretisch ja, aber. Ach nee, die Pfeile, die sind ja schon da und ach. Ach so, das meinst du. Oh. So. Okay, diesmal habe ich es zumindest geschafft, ohne direkt gesehen worden zu sein. Darauf kann ich ja auch mal kurz eingehen. Ich muss jetzt eh kurz warten, bis sie sich ein bisschen beruhigt haben. Die Wachen haben insgesamt vier Alarmstufen. Alarmstufe 1 ist halt ja gar nichts. Also die haben überhaupt keine Ahnung, dass da irgendwas ist. Alarmstufe 2, da haben sie halt irgendwie so ein kleines Geräusch gehört und bleiben auf ihrer normalen Route oder bleiben halt stehen, wenn sie stationär sind. Ja, es Aber war nur eine Ratte im Moment. genau, ja genau. Waren wohl Ratten. Oh. Oh, die sehen mich da oben. Na? So, jetzt sind sie wieder normal. Stufe 3 wäre dann, die haben irgendwas gespürt. Das war das, was wir eben gesehen haben, wenn die so durch die Gegend schleichen quasi und sich umgucken. Und Stufe 4, das haben wir jetzt vorher gesehen, bevor ich neu geladen habe. Das ist nämlich das, ja, die Ja. verfolgen mich. So. Das Problem ist nur, wenn die mal, weiß ich, auf Stufe 3 gewesen sind, ah, verdammt. So, Ach, nee, nee. jetzt haben wir wieder das Problem, dass der uns verfolgt. Hopp. Du wirst Vielleicht. kein Meisterdieb mehr. Nee, der Mission sowieso nicht. Die Mission ist eigentlich auch nicht darauf ausgelegt, dass man hier schleicht. Und Falki, vielen Dank für deinen Sub. 28 Monate schon. Ja. Oh Gott. So. 28 Monate oder drei Kinder. Drei Oh. Kinder und das nächste ist im Anmarsch. Genau. Stimmt, eine Sache. Das habe ich jetzt versehentlich ausgenutzt. Ja gut, ich renne mal schnell durch. Oh ja, ich habe gerade Alarm ausgelöst, egal. Da ist eh keiner mehr, der darauf reagieren kann. So, wenn eine Wache auf ihren Posten zurückgeht und man in dem Moment dann ja, speichert und neu lädt, dann kann es passieren, kommt halt immer auf die Wache an, dann kann es passieren, dass die einfach auf dem Weg stehen bleibt, so wie die jetzt hier eben. Und das war in dem Moment ganz praktisch, war aber tatsächlich nicht gewollt. Normalerweise, ja, wenn ich halt alles niederknüppeln will, nutze ich das vielleicht mal aus. Ansonsten lasse ich das eigentlich. Komme ich Hallo an. Nightsticker. Hallöchen. Komme ich an dem vorbei, ohne dass der mich jetzt sieht? Nein, okay. Ich habe kein Gasfeil, ne? Niederknüppeln kann ich den auch nicht. Ich könnte jetzt versuchen. Ah, Moment. Gehen wir einfach mal. Ich Tu fühle. einfach so, als würdest du dazugehören und einfach vorbeigehen. Ja. Das ist am Oh, unauffälligsten.
Da oben ist ja auch noch einer. Verdammt. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Eigentlich will ich. Oh Gott, das sind auch noch zwei. Hilfe! Eigentlich will ich in diesen Bereich hier tatsächlich auch gerade rein, aber. Natürlich, logischerweise. Aua. Nicht auf diese Art und Weise. Nee. Ich könnte. Moment. Könntest du auf den Bohrer schießen mit dem Pfeil? Ja, da bin ich mich gerade am Überlegen. Ich könnte den irgendwie versuchen abzulenken. Das Problem ist, ich bin hier überall gut sichtbar. Das heißt, oh Gott. Es kann halt ganz schnell passieren, dass der mich trotzdem sieht. Was war das für ein komisches Geräusch? Okay, gut. Er sieht mich direkt. Heute Projektprüfung, Präsentation gehalten und bin jetzt erleichtert. Ah, okay. Gute Note abgestoppt, na, dann Glückwunsch. So, sowas ist mal toll, wenn man sowas dann geschafft hat und dann ja, der ganze Stress von einem abfällt. Komme ich jetzt hier irgendwie vorbei? Also ich will. Viel Spaß im Lurk. Genau, viel Spaß im Lurk. Ich will auf alle Fälle hier hoch. Weil da gibt es eine ganze Menge und ich weiß, dass ich da. Moment. Zum Beispiel die Information. Also ich bin mir zumindest noch sehr sicher, dass ich da die Information kriege das, und dann bräuchte ich halt nur ein paar Schätze und dann könnte ich schon wieder rausrennen. Das da oben Kerzenlicht? Das hier? Nee. Das rote? Achso, das rote. Nee, das sind auch normale okay. Mechanische Lichter. Da Schade, oben. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht klappt es mit dem Wasserfall auszuschießen. Nee, leider nicht. Darauf reagieren die auch immer. Ich meine, das ist sowieso ein Mechanistengebiet hier, also da werden keine Kerzen rumstehen. So, ich muss mal kurz warten, weil da oben hatte ich einen gesehen, der da lang rennt. Der ist da auf Patrouille um den. Genau. Na gut, speichern wir mal. Es kann funktionieren, dass ich hier hochkomme. Oh, da oben ist aber. Ansonsten. Warte mal. Probier doch vielleicht. Ja, er hat mich gesehen. Was? Probier doch mal von hinten auf die Wand zu schießen und direkt ein bisschen zurückzulaufen. Moment. Hinter dem Drill. Moment. Ich darf keine Hüter töten, ich darf keine Diebe töten. Da steht nichts von Mechanisten. Ja, aber wir wollen ja niemanden. Garrett tötet niemanden. Eigentlich nicht. Deswegen versuch doch hinten auf die Wand zu schießen, vielleicht dreht er sich dann dahin und du solltest aber halt einfach dann runterlaufen, weißt du? Ich meine, ich hab's aber eben gesehen, ich kann das schaffen, hier links die Wand hochzukommen. Eben war nur das Problem, dass da oben noch einer stand. Ja, okay. Ich probiere es jetzt. Dann kann ich mal ein bisschen Rambo spielen hier. Das mache ich ja so selten in Thief. So, der ist weg. Oh, okay, der andere ist drauf aufmerksam geworden, aber da renne ich jetzt mal kurz weg. Dann beruhigen die sich da oben alle wieder ein bisschen. Ja. Blutet. Garrett ja, hat jemanden getötet. Ich weiß. Ich hasse das eigentlich auch, Leute zu töten. Deswegen, ich spiele ja grundsätzlich immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad eigentlich. Wie gesagt, da heute. Du darfst ja eh niemanden töten. Normalerweise nicht. Das Lustige ist, im Hauptspiel darf man in der letzten Mission dann doch wieder Leute töten. Das ist mir aber nicht mal aufgefallen, weil ich mich so daran gewöhnt hatte, keine Leute zu töten. Dass ich halt da auch niemanden getötet habe. Das habe ich erst, als ich das erste Mal gespielt habe, erst am Ende der Mission dann gemerkt. Och, in der letzten Mission ist es ja egal, ob du jemanden töten darfst oder nicht, weil wenn die das Rostgas, du lockst sie ja da rein, um das Rostgas drinne freizusetzen, dann sterben eh alle. Richtig. Also rein storytechnisch macht es gar keinen Unterschied. Ja. Schon wieder Alarm ausgelöst. So. Ich schreibe immer so Romane. Moment. Ja, obwohl, kannst du das dann mal lesen? Solche Sachen? Dann muss ich jetzt hier. Der ist noch am Suchen gewesen. Okay, ich muss dann noch ein bisschen länger warten. Kann ich auch selber lesen. Also, war in einer Zweiergruppe, also eine mit einem anderen und das war besser als in einer Vierergruppe. Eine Vierergruppe ist eigentlich normal, aber bei uns gab es Ausnahme. Also, in einer Vierergruppe ist das blöd, weil dann Leute einfach nett mitmachen und die anderen machen lässt. Ja, kennt man. Aber naja, muss jetzt Skelette in CFCs verkloppen. Viel genau. Spaß dabei. Hauptsache Thief ist mit dabei. Ne? Auch wenn es Sea of Thieves ist,
Aber das passt ja dann zu dem Spiel hier auch noch. Und Skelette gibt es ja. Na, obwohl, Skelette liegen hier nur am Boden. Aber Brüder im Geiste quasi. Mehr oder weniger. So. Vielleicht sind das die Skelette, die er jetzt verkloppt. Ja, gut. Vielleicht. So, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. Und speichere hier. Und dann kann ich nämlich immer mal nachgucken. Und. Erste Nachricht von Kain Rudolf. Guten Tag. Manche halten mich für einen durchgeknallten Spinner, aber jemand wie du würde sicher hier, ja niemals mit einem Spinner sehen, das muss. Hä? Was? Okay, was ist die Ingame-Story von Thief 1 und 2? Garrett muss die Welt retten. Nein, stimmt ja nicht mal. Ah, Moment. Ah, verdammt. Gut, ich muss immer noch ein bisschen warten, weil der da immer noch alarmiert ist. Ja, in Teil 1 wollen die Heiden den Trickster, beziehungsweise den, oh Gott, wie ist denn der im Deutschen nochmal? Den Schwindler, ich glaube Schwindler hieß der einfach, wollen sie den beschwören und das muss man im Endeffekt verhindern. Allerdings trubelt oder rutscht man da quasi mehr oder weniger zufällig rein in das ganze Ding. Und in Teil 2, also kurz nochmal, in Teil 1 gab es die Hammeriten als Fraktion, die sind Garrett nicht allzu wohlgesonnen, sind aber in dem Sinne keine Bösen oder so. Das sind einfach so die religiösen Führer von der ganzen Welt. Und in Teil 2 hat sich eine Splittergruppe der Hammeriten gebildet, und zwar die Mechanisten. Die sind noch ein bisschen radikaler als die Hammeriten. Oh Mann, Schluck auf. Als die Hammeriten. Und deren Anführer Karras, der will die ganze Stadt mit Rostgas überziehen. Oh. Ah, Rostgas verdammt. ist So. so leider ein relativ unangenehmes Gas, denn alles Organische wird damit ja, verrostet Genau. und Also, somit stirbt. richtig. Und das versucht Karras mit Hilfe von so einem Dienern zu machen, so einen mechanischen Dienern, die er halt in jeden adligen Haushalt bringen will. Und damit verteilt er das über die ganze Stadt. Und das verhindern wir im Endeffekt. Das hatte Risal ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Moment, so, Genau. nochmal speichern. Irgendwann. Ach, Mann, warum ist denn Wir der so empfindlich da oben? kriegen quasi dann im Hauptspiel raus, wie die Frequenz dieser Diener funktioniert, aktivieren dann quasi die Leuchtfeuer und rufen die zurück in die Zitadelle der Hamariten. Und in dem Moment, wo er sie loslässt und das Rostgas quasi in der Stadt verteilen möchte, sorgt er einfach nur dafür, dass quasi alles in seiner Zitadelle losgeht und er dann erst viel zu spät feststellt, oh, verdammt. Ja, er hat sich quasi jetzt selber vernichtet. Genau. Die ersten zwei Teile sind legendär, stimme ich absolut zu. Der dritte ist auch noch okay. Der dritte ist eigentlich gut, aber mir persönlich gefallen die ersten beiden besser, so von der Spielmechanik. Weil der dritte hat halt auch die Cradle-Mission. Und die ist absolut legendär. Also, das ist eine Horrormission. Die Thief-Spiele sind generell bekannt für ihre Horrormission. Na, komme ich da jetzt irgendwie vorbei? Ja, komm hoch hier. Das Doofe ist. Och nee, da kommen auch noch welche. Ich warte einfach mal, vielleicht sehen die mich jetzt nicht, auch wenn ich ziemlich weit im Licht stehe. Oh. Der kommt jetzt. Doch, der kommt hier runter, verdammt. Genau, die Cradle-Mission, das. Also generell, Horrormissionen in Thief-Spielen sind halt legendär. Und die Cradle-Mission, das ist so ziemlich die beste Horrormission, die Thief überhaupt hat. Und Teil 4, ich persönlich mochte Teil 4 tatsächlich, wegen den ganzen Anspielungen an die ersten drei Teile. Das Problem ist nur, wenn man die ersten drei Teile nicht kennt, ist Thief, also Thief 2014. Das ist der in dem Sinne vierte Teil oder vielleicht ein Reboot, vielleicht spielt er auch hunderte Jahre. Ich habe das mal mir genauer angeguckt, müssten so um die 400 Jahre später sein. Das könnte auch sein. Tief in Es, der Nase rein. genau. So, okay. Der. Aber ich finde den 2014er auch wirklich gut. Er hat hier und da leider seine Macken. Er kann auch einige Game-Breaking-Glitches haben, die dich dann halt tatsächlich Oh Gott, sogar. oh Gott, oh,
Scheiße. Die haben mich da doch gesehen. Entschuldigung. Die dich dann auch hart locken. Es gibt da so ein paar Schleichsequenzen, da kommst du über einen unsichtbaren Hügel in einem Durchgang nicht drüber und dann kannst du da halt gar nicht weitermachen. Mission neu starten bringt auch nichts. Ist halt irgendwie mit. Aber ja. Ah, den. Oh, toll. Genau im falschen Moment, weil auf der linken, auf der rechten Seite kamen da gerade welche. Gut, dann muss ich jetzt warten, bis die auf der rechten Seite da durch sind. Dann töte ich den da oben. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern hier. Die Technik in Thief, Mittelalter plus Lampen, das ist ein Steampunk-Setting. Genau. Das heißt, es ist, ja, stell dir halt einfach vor, so, du hast einiges an Technik, du hast zumindest das Wissen, um Strom herzustellen, aber halt das Ganze natürlich dementsprechend Steampunk mit Dampfkraft. Funktioniert das meiste hier auch an der Stelle. Und deswegen, viele Sachen sind halt nicht so weit, nur halt diese Elektrizität und einiges halt ein bisschen Genau. vorangeschritten in dem Setting. Also ist im Grunde ist Steampunk so das ja, Industriezeitalter, vielleicht so eher Richtung vorindustriell, aber ja, eigentlich auch Mittelalterliches Industriezeitalter. ja, eigentlich viele Elemente aus dem Mittelalter, aber dann auch wieder viele Elemente, die fürs Mittelalter und eigentlich auch fürs vorindustrielle Alter schon viel zu fortschrittlich sind. So. Genau, das haben sie dann ein bisschen angepasst, weil theoretisch klar, also auch bei Thief 2014 hat es einen Unterschied gemacht, wenn du auf Stein oder auf Holz gegangen bist, weil Holz konnte knarren. Aber ja, das hat jetzt keinen Unterschied gemacht, ob du jetzt auf Marmor oder auf Stein gehst, weil tatsächlich macht das auch keinen großartigen Unterschied, wenn du Schuhe hast, mit denen du eigentlich schleichen sollst. Und deswegen haben sie da dieses Glasscherbensystem eingebaut. Mein Garrett trägt ja sowieso die ganze Zeit Reiterstiefel, warum auch immer. Ne, aber tut er. Damit kann man Oh, besser der lebt ja schleichen doch noch. anscheinend. Ja, klar. Der lebt ja doch noch, verdammt. Oh Mann, ich hab den doch vorhin mit einem Pfeil getötet gekriegt. So, jetzt. Musst ihm halt genau ins Auge schießen. Genau. Nee, tatsächlich macht das keinen Unterschied, wenn du. Also generell nicht, aber. Na? Ich finde es übrigens schön, dass. Opa, Fatma? Ah ja, okay. Ich muss ab und zu mal so ein bisschen immer hören, Na klar, deswegen alles gut. unterbreche ich dich dann immer mal. Alles gut, unterbrich mich, feel free. Ich finde es ja immer schön, dass da tatsächlich drin steht als Missionsziel: Get out alive. Ja. Oh, what the fuck? Ich meine, oh Mann. Komm. Gut. Ah, ich wollte gerade sagen, an der Stelle darfst du jetzt sterben, wenn du möchtest. So. Uhuhu. Ich sollte, also eigentlich sollte ich in der Situation jetzt. Ah, cool. Hätte ich jetzt eigentlich aufs Schwert wechseln sollen. Oh, verdammt. Gegen einzelne Gegner kann ich im Schwertkampf bestehen. Wenn es zwei oder sogar noch mehr sind, dann wird es schon verdammt schwierig. Oh, Mann, das kann doch nicht so schwer sein hier an der Stelle jetzt. Ich will doch nur da hoch. So, der ist weg. Das ist schon mal gut. Gut, ich speichere Doch mal. erstmal ein bisschen liegen. Ja, ne, das Problem ist, im Idealfall würde ich den halt schnell wegholen. Ja, okay. Würde ich den schnell wegholen, damit der von den anderen gar nicht erst gesehen wird. Schaffe ich das? Ich muss mal gucken. Komm, runter. Ah, verdammt. Ja gut, dann lasse ich ihn jetzt liegen. Das Problem ist nur, dass ich dann halt auch wieder Ewigkeiten warten muss. Veni hat keine Probleme. Nee. Veni ist das Problem. Genau. Oh, ich habe auch noch meine zwei Feuerpfeile hier. Damit könnte ich das natürlich auch machen, theoretisch. Feuerpfeile haben halt auch einen Vorteil, dass die nicht in so einen Bogen fliegen wie normale Pfeile. Oh, wow. Die sind nur leider ein bisschen langsamer als die meisten anderen Pfeile. Ah, Schwert.
Ja gut, probieren wir es mal. Oh, wow, da lebt doch noch der andere. Oh, gut, der aber nicht mehr. Das ist gut. So, okay. Alle weg. Ich bin hier Massenmörder gerade. Veni hat jetzt seine ganz großen Schwertkampf-Skills in diesem Spiel gezeigt. Ja. Ich meine, Schwertkampf, so gegen einen Gegner geht's immer noch. Wie gesagt, ne? Also gegen einen Gegner kann man im Schwertkampf gut bestehen. Aber wenn es mehr als einer ist, da wird schon sehr knifflig. Und eigentlich ist das Spiel auch nicht darauf ausgelegt. Deswegen sind auch die Kampfmechaniken, also Schwerkampfmechaniken in dem Spiel halt ziemlich bescheiden. Um es mal ganz, ganz höflich auszudrücken. Nee, die Sachen kann ich nicht einsammeln. Kein schreibt gerade, was wir auch vorhin schon gesehen haben, da war aber noch nicht da. Und was ich an den ersten drei Teilen abfeiere, bei manchen Leveln bzw. Gegenden hast du NPCs gegeneinander aufhetzen bzw. Aggro machen Ja, können. Und sowas ist im Vierer leider nicht bekannt. Ja, da ist es halt eine große Fraktion tatsächlich. Deswegen habe ich nämlich auch diese Fanmission gezeigt, weil das ist so ein Konzept von dieser Mission. Weil ich muss jetzt sowieso mal kurz warten, damit er da oben sich wieder ein bisschen beruhigt. Da rennt er noch einer rum. Hier beispielsweise standen auf der Seite überall Untote und da hinten standen überall Mechanisten. Und die standen aber so, dass sie sich gerade so nicht gesehen haben. Und ich konnte im Grunde einen Pfeil irgendwo in die Mitte schießen, so dass, weiß ich, ein paar von den Untoten nach vorne gegangen sind, ein paar von den Mechanisten sind nach vorne gegangen und dann haben sie sich gegenseitig gesehen und haben sich bekriegt und bekämpft. Und ja, das ist halt so das Konzept von dieser Mission, dass man die alle gegeneinander kämpfen lässt. Ja. Akkurat. Genau. So. Wir werden aber auch noch normale Schleichmissionen sehen, so viel kann ich schon mal sagen. So. Oh, vor allem, wenn ich hier an der Stelle jetzt endlich mal vorbeikomme. Oh, da ist auch noch jemand. Mensch. Ja, gut. Also das Spiel will eigentlich also nicht, dass du ein Schatten bist. Genau. Zumindest diese Mission. Nee, also in der Mission komplett schleichen durchzukommen. Ich hab's geschafft, aber das werde ich nicht im Stream machen, einfach weil das halt sehr, sehr lange dauert. Weil ich dann immer wieder irgendwo minutenlang rumstehen muss und das ist halt beim Zuschauen dann doch ein bisschen sehr langweilig. Sieht, das ist tatsächlich Teil 2, den wir hier spielen. Genau. Also technisch gesehen, wie gesagt, beim Fan. Oh. Kommt die? Ja, die kommt runter. Bei den Fanmissionen macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob Teil 1 oder Teil 2. Ja, aber die sieht jetzt. Oh Gott, da sind noch zwei weitere. Da. Ja gut, aber die sehen mich jetzt zumindest gerade nicht. Das ist gut. Ist ein bisschen messy. Ja. Nee, also grundsätzlich ist die Engine von Teil 1 und Teil 2 halt mehr oder weniger dieselbe. Und deswegen macht es für mich immer keinen Unterschied bei den Fan-Missionen, ob das jetzt Teil 1 ist oder Teil 2. Deswegen steht im Schedule nämlich auch Teil 1 und 2 drin. Zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht, welche Fan-Mission ich zeigen werde. Im Endeffekt hat es sich zufällig so ergeben, dass alle Missionen, die ich jetzt rausgesucht habe für heute, dass es alles Thief 2 ist. Weil ich auch dazu sagen muss, nahezu exakt 75% aller Fan-Missionen sind für Teil 2 und 25% Teil 1. Wie schön der Körper gerutscht ist auf diesem schrägen Ja. Boden. So, oh, ich habe mal wieder ein bisschen Schatten hier. Wow. So, und jetzt kann ich auch wieder normal weitermachen hier. Jetzt haben wir mal ein bisschen Fortschritt. Okay, die Tür ist nicht throbbable. Jetzt hast du den Begriff nochmal gehört. Rizal hatte in seinem Kombi-Test halt Thief 2 genommen. Also das Original natürlich, keine Fanmission. Und er hatte den Begriff throbbable nicht richtig erklärt, beziehungsweise nicht richtig gewusst. Und from oder throbbable bedeutet einfach nur, dass man Interagieren. genau mit Sachen interagieren kann. Oh. Aber man kann die Tür von der anderen Seite aus aufmachen, wenn manchmal. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das in den Nee. Fernsehungen geht. Naja, man kann technisch gesehen nicht von der anderen Seite aufmachen. Man kann aber durch die Wand greifen. Das, was du meintest, ist Mission 2, also Originalmission 2, Shipping and Receiving gewesen. Übrigens. Wo wir uns ein bisschen durch die Wand gelehnt haben und dann Genau.
durch die Wand hinter die Tür gegriffen haben und dann aufgemacht haben. Richtig, da ist nämlich von der Innenseite ein Schalter, damit man die Sachen dann halt... Oh, oh, Beute. Damit man die Sachen ja aufmachen kann, wenn man da einmal drinne war und dann nicht ständig... Ah, cool, die Tür geht doch auf, aber nur auf diese Art. Und man kann da halt durch die Wand durchgreifen und den von der Seite, von der man ihn eigentlich nicht öffnen sollte, kann man den dann halt öffnen. So. Ich könnte jetzt theoretisch die Wachen hier in diesen Raum locken und dann die Zombies da rausholen. Ich habe es ja eben schon mal gezeigt, hier. Ja, dann würden die sich halt auch wieder gegenseitig bekämpfen. Aber, ja, das lasse ich jetzt mal. Alles klar, sieht bis später. Jo, bis dann. Ja, und wie gesagt, ich habe auch noch ein paar Missionen rausgesucht, die halt so ganz klassische Thief-Missionen sind. Eine Bankmission sogar. Das sind ja eigentlich immer so die besten. Oh, ein Eiltrank. Ah, cool. Wir haben unsere 1500 Beute. War das ein Unsichtbarkeitstrank? Moment. Und dann kann ich dir gleich sagen. Ja, müsste... Oh, eine Mine habe ich auch noch. Ah, gut. Heath. Oh, stimmt. Die kann ich ja mal schnell benutzen, die Heath Potion. Die... Warum füllt die gerade nichts auf? Hä? Okay. Das war eine Breath Potion. Ach so, oh. Okay, ich habe mich schon über die Farbe gewundert. Ah, toll. Ich hatte nicht gespeichert. Naja, egal. Ist ja nur die Tür wieder aufmachen. Du wirst hier eh kein Breath Potion. Ja. Ja, es gibt eine Stelle. Ich hatte ja vorher nochmal, also im Vorfeld nochmal geguckt, ob das alles hinhaut. Und da bin ich hier in der Mission tatsächlich in einem Gebiet gewesen. In so einem Brunnen, okay. wo ich die tatsächlich hätte brauchen können. So, die Mine, ja, die hätte ich die ganze Zeit eigentlich benutzen können. Ja, hier, O2 Unsichtbarkeitspotion, sehr schön. Speed Potion, auch 2 Stück, cool. Also mit der kann ich einfach schneller rennen. Und irgendwas hatte ich doch noch. Ach hier, die Flashbombs, 2 Stück. Mit denen, die habe ich jahrelang unterschätzt in dem Spiel. Mit denen kann ich nämlich Gegner blenden für eine kurze Zeit und wenn die geblendet sind, kann ich die auch wieder K.O. schlagen. Was natürlich sehr, sehr nett und praktisch ist. Als er das erste Mal in Speedruns gesehen hat, wie effektiv sie ist, hat er dann auch... Nee, das habe ich schon vorher. Also okay. Die Speedruns habe ich mir lange Zeit nicht angeguckt, weil ja, das ist ein Spiel, das würde ich nicht speedrunnen wollen. Weil das halt so komplett dem Geist des Spiels widerspricht. Obwohl ich ja technisch gesehen die erste Mission von diesem Teil hier, die speedrunne ich ja. Allerdings halt auch auf eine Art und Weise, also mit alles an Beute einsammeln, alle K.O. schlagen, aber nicht entdeckt werden, niemanden töten und so weiter. Und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad natürlich. Achso, alle Taschendiebstähle noch. Oh, cool. So, noch ein paar Flashbombs. Achso, hier ist übrigens Karas. Da sieht man ihn mal. Den habe ich ja vorhin mal erwähnt. So, ich weiß jetzt gerade nicht, wo die anderen Leute sind. Hier sind ja irgendwo... Ah, cool. Oh, noch ein bisschen Beute. Hier sind ja irgendwo noch Leute unterwegs. Nicht, dass sie jetzt hinter mir plötzlich die Tür aufmachen. Ich kriege das nicht mit. Wäre doof. Ah, da ist noch eine. So, okay. Der Rest ist uninteressant. Irgendwas hatte ich doch gerade gesagt, ne? Die Story muss doch auch so ein bisschen, die Mission hat doch bestimmt auch so ein bisschen Story. Warum züchten die Hammeriten Zombies? Keine Ahnung. Irgendwo in den Dokumenten steht das, glaube ich, auch mal drin. Oh. Übrigens, lustigerweise sind schlafende Wachen geräuschempfindlicher als die meisten Wachen, die so durch die Gegend in der Gegend rumrennen, so, das wollte ich sagen. Ja, also, ja. Find übrigens immer schön, wenn du eine schlafende Wache niederknüppelst. Genau, leg sie wieder schön ins Bett. Genau. Wenn du eine schlafende Wache niederknüppelst, dass sie erstmal aufsteht. Ja. Ja, das ist halt spielmechanisch. Ah, da haben wir jetzt gerade ein Kameraauge gefunden. Das gibt es auch erst in Teil 2. In Teil 1 verliert Garrett an einer bestimmten Stelle. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, falls das mal jemand noch spielen will. So, immer in die Klos gucken übrigens. Könnte immer was drin liegen. In Teil 1 verliert Garrett an einer bestimmten Stelle sein Auge, also eins seiner Augen. Storybedingt. Und in Teil 2 hat er dann so ein mechanisches Auge.
Und deswegen kann man in Teil 2 nämlich auch zoomen. Das hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt. Blub. Und wir haben jetzt ein Kameraauge. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Ne, das ist die Flashbomb. Und kein Hamariten sind ja Mechanisten. Genau, eine Untergruppe. Also eine radikale Gruppe der Mechanisten. Ah, hier habe ich aber noch Healing Potion. Ja, die benutze ich mal. So, ich habe gerade gehört, dass hier Leute langre. Oh Gott. Das sind die drei. Da kann ich. Wenn die erledigt sind, kann ich hier wenigstens in Ruhe durch die Gegend rennen. Ja, und dann kann ich gleich mal das Kameraauge zeigen, wie das funktioniert. So, ah, da. So, mal kurz gucken. Gut, ich. Ach so, ich dachte, da hinten ist auch noch einer. So, einmal speichern. Und natürlich muss man auch sagen, Veni spielt jetzt auch gerade nicht die Dark Engine, sondern er spielt New Dark. Genau, stimmt, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Also New Dark ist einfach eine ja, von Fans erstellte Engine. Achso, ich dachte, da steht einer. Ja, Looking Glass Studios hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Die gibt es ja seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Also Thief 2 ist tatsächlich auch deren letztes Spiel gewesen, leider. Weil, ja, das sind richtig geile Spiele, aber die sind kommerziell zu der Zeit damals noch nicht sehr erfolgreich gewesen. Die haben halt später einen Kultstatus bekommen, aber seinerzeit sind die halt nicht allzu erfolgreich gewesen, leider. Und im Endeffekt ist Looking Glass ja dann pleite gewesen. Und eigentlich war da noch einiges geplant. Es sollte zum Beispiel auch Thief 2 Gold geben. Also mit ein paar Zusatzmissionen, bla bla. Ist halt alles weggefallen. Und im Endeffekt haben sich die Fans halt um solche Sachen dann gekümmert. Und ja, kein, die sind, die Hamariten, diese Splittergruppe ist halt aus den Mechanisten entstanden. Sie waren aber den Mechanisten zu radikal, weswegen die sich halt auch abgewendet haben von den Hamariten. Genau. Ah. Und ja, die mögen Oh ja. sich nicht, das ist vollkommen richtig. Aber Richtig. trotzdem ist es halt prinzipiell eine größere Überfraktion. Genau. Ja, So. Hallo? So, ich wollte gerade sagen. Eigentlich nur aus dem Menü wieder raus. Uns fehlt immer noch. Was ist das? Informationen der Mechanisten. Genau. Die fehlen uns noch. Aber wir haben ja hier noch ein bisschen was. Ja, obwohl eigentlich glaube ich nur noch diese eine Tür, die nicht mal aufgeht. Geil. Hast du eben gehustet oder war das hier im Spiel? Achso, ich wollte okay. gerade. Tut mir Ja. leid. Ich kann ja mal kurz was zeigen. Ich weiß nicht, ob das bei der Tür jetzt funktioniert, aber Holztüren kann man auch mit dem Schwert öffnen. Mal schauen. Natürlich kann man sie mit dem Schwert öffnen. Ich glaube aber bei denen scheint das nicht zu funktionieren hier. Es kommt halt auch immer darauf an, ja, wie der Fanmission-Entwickler das Ganze quasi programmiert hat. Aber man kann so ziemlich jede Holztür eigentlich auf die Art und Weise aufmachen. Power Regulation Control. Oh, oh Gott, da stehen ja noch welche. Oh. Wow. Auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Warum habe ich. Hä? Warum habe ich doch vorher. Habe ich doch vorher hier noch welche K.O. geschlagen? Die sind mir echt nicht aufgefallen oder standen die da eben nicht? Ha. Ja, gut. So, wir sind eh. Habe ich meine Feuer. Ah ja, ich habe meine Feuerpfeile von verbraucht, ne? Verdammt. Was? Warum? Moment. Bin ich gerade einfach nur zu doof dazu gewesen? Hä? Würde ich jetzt. Shit. Du. Ich würde es eher als unlucky bezeichnen. Ja, aber zweimal. Nee, also eigentlich hatte ich jetzt auf die Gegner gezielt. Die stelle ich mal hier hin. Gefühlt hast du gerade zweimal Warte durchgeschossen. mal. Nee.
musste mal kurz hören. Die Pfeile haben nicht immer eben so ein Metallgeräusch gemacht. Ja. Okay, das finde ich interessant. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. An eine Dann schießt du Fanmission. gerade durch die durch. Nee, also ich habe hier immer so ein Metallgeräusch gehört, wenn ich die Pfeile mit den Pfeilen geschossen Ja, habe. wie als würden sie hinten auf die Tür Ja. aufstoßen. Ja, das sind tatsächlich Roboter. Okay. Geil. Ja, blöd. Ja, wie komme ich jetzt am besten an denen vorbei? Schießen mit Ja, einem ja. Pfeil nach unten Ja, und ja, ja, ja. Bin ich gerade dabei. vielleicht runtergehen. Ja, was man halt erwähnen kann, beziehungsweise Vini hat es ja schon ein, zwei Mal erwähnt, dass er ja zoomen kann. Das liegt tatsächlich an Garretts mechanischem Auge. Richtig. Das hatte ich aber auch schon. Oh Gott. Hast du gesagt, dass es am Auge lag? Ja. Das hatte ich gesagt. So, ich. Oh Gott. Oh, warum sind hier plötzlich wieder Untote? Ich will nur mal gucken, ob ich in die Türen überhaupt reinkomme. Nee, komme ich nicht mal. Okay. Deswegen hast du wahrscheinlich vorher nie gemerkt, dass das Roboter sind, weil du nie versucht hast, durch die Tür zu kommen. Ja. Ja, vielleicht habe ich es damals auch schon gemerkt, aber ich konnte mich jetzt definitiv nicht mehr daran erinnern. Mich wundert es nur, dass da plötzlich wieder Untote gewesen sind. Wo kamen die denn jetzt auf einmal her? Sind bestimmt von ganz weit da unten rumgewandert. Ja, keine Ahnung. So, okay, also hier komme ich nicht hin. Hier war nichts mehr. Hier bin ich ja überall schon gewesen. Was? Fläche vom Moos. Ach so. Ach so, ja, stimmt. Das ist auch eine Sache, nutze ich selber nie, weil ich auch ganz selten nur Moospfeile benutze, lustigerweise, weil ich mir immer denke, ja, die kannst du später vielleicht besser gebrauchen. Aber dann ist die Mission irgendwann vorbei und ich habe sie alle nicht benutzt. Aber tatsächlich kann man Moosteppiche noch ein bisschen erweitern, wenn man da mit dem Wasserpfeil raufschießt. Man kann zum Beispiel mit dem Wasserpfeil auch Blutflecken wegmachen. Nutze ich halt Moos? normalerweise auch nicht, weil ich ja auch niemanden töte, für gewöhnlich. Oh Gott! Hä? Oh! Oh, nee, da ist ein Zombie hingekommen. Lol. Das Lustige ist, der Zombie liegt da. Der ist nicht tot, sondern der liegt da und würde gleich aufstehen. Aber der hier erkennt ihn als Feind an und schlägt jetzt die ganze Zeit in die Richtung, aber trifft ihn nicht, weil der am Boden liegt. Geil. Moospfeile sind gefühlt in Thief so wie Elixiere in Final Fantasy. Ja, könnte ich ja am Ende gebrauchen. Und dann steht man da, hat das Spiel durchgespielt und hat ein Inventar voller Elixiere. Dann sind aber die Gaspfeile die Mega-Elixiere. Halt Dinge, die man nicht benutzt, obwohl das Spiel natürlich von dir will, dass du sie benutzt, aber du dir Richtig. denkst, ja. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Hier irgendwo bin ich. Das Problem ist, hier gibt es natürlich auch keine Automap oder sowas. Dingsfühl, oh. Ach Moment, ich lasse einfach mal die Zombies hier raus. So, die. Ja, kommt. Endlich sind sie glücklich. Du hast So. sie vorhin schon so oft geärgert. Genau. So, kommt mal her. Ich will die halt in diese Richtung locken, ja. Übrigens, Zombies kann man auch mit Blitzbomben erledigen. Und zwei Blitzbomben und dann explodieren die. Also generell Untote. So, da kommt mal noch ein Stück. So, und jetzt sollte ich mich irgendwie ein bisschen wegbegeben. So, ja, die kommt zumindest irgendwo hier in diese Richtung. So grob. Das Gute bei Untoten, oder zumindest bei Zombies, ist, dass man denen halt auch sehr leicht entkommen kann, weil die halt doch sehr langsam sind. Ja, ich weiß nur immer noch nicht, wo das Zeug. Das Buch. Ne, kann ich nicht mal lesen. Okay. Es ist nicht probable. So, hier war nichts mehr. Das hatte ich schon gelesen. Dann schaue ich mal kurz, wie es da bei denen jetzt aussieht. Wo sind die? Kämpfen die schon gegeneinander? Nö. Ja.
Moment, schießen wir mal einen Pfeil da irgendwo hin. Und hoffentlich sehen die sich dann auch gegenseitig. Wo rennt ihr denn lang? Mal ganz kurz AFK. Ja, alles klar. Wo sind die denn? Die sind hier, oder? Ja. Sind die jetzt ernsthaft wieder zurückgegangen? Hallo. Ihr sollt nicht zurückgehen. Ihr sollt mich verfolgen. Ja, kommt, kommt, kommt. So, das sieht doch schon deutlich besser aus hier. Na kommt, na kommt. Ich will einfach nur, dass die beiden Fraktionen sich quasi treffen hier. Ja, 9 Pfeile habe ich noch. Ja, das passt. Dann schieße ich einfach mal. Da ist ja noch einer gewesen, der noch nicht aktiviert war. Vielleicht sehen sie sich ja jetzt. Vielleicht kämpfen sie dann auch mal gegeneinander endlich. Ah ja. Da geht's los. So, der darf auch mal langsam dazukommen. Irgendwie treffen die sich alle nicht. Ha. Oder doch, ich glaube, die treffen sich doch. So, hey, du sollst auch mit dazukommen. Moment. So. Der ist jetzt zwar ein bisschen verletzt, aber jetzt kommt er zumindest in diese Richtung. Oh, okay. Die beiden haben gewonnen. Also, ja, gewonnen eigentlich nicht, weil die Zombies sind ja noch nicht tot. Die stehen nur jetzt erstmal wieder nicht auf. So. Ja. Komm, du siehst sie doch jetzt da. Kämpft doch gegeneinander. Oh, jetzt rennt er wirklich in meine Richtung. Nee, nee, nee. Ja, gut, dann. Ach so, ich kann ja mal ganz kurz das zeigen, was ich vorhin meinte. Ja, gut, dann ist es so programmiert, dass ich das nicht kaputt machen kann, leider. Normalerweise kann man solche Sachen dann aber weghauen. Also, da war ich schon drin. Und, ja, da sind dann manchmal auch Geheimnisse hinter. So. Hier konnte ich nichts mehr machen. Nö. Aber wo sind jetzt die Sachen, die ich brauche? Das hatte ich schon gelesen. Ne? Ja. Nö. Dann ist hier auch nichts mehr. Es sei denn, da ist irgendwo ein gut versteckter geheimer Schalter oder so. Ich weiß jetzt nicht mal, was ich mit dem Schalter vorhin gemacht habe. Geschweige denn, was jetzt generell noch offen ist. Steht da ernst? Moment. Da steht ernsthaft ein Zombie? Nee. Ach so, das ist das Ding. Okay. Ich dachte gerade, da steht die ganze Zeit ein Zombie. Und, ach nee, der ist bei denen jetzt. Sehr gut. Ja gut, die sind erstmal beschäftigt, auf alle Fälle. So, und hier müsste noch, ja, ein dritter Zombie drin sein. So, komm mal her. Ja. Nein, da ist nichts mehr. Den versuche ich jetzt auch nochmal irgendwie dahin zu locken. Na komm, du siehst mich doch. Na. Jetzt sieht er mich. So, dann darfst du auch mal gegen die kämpfen hier. Komm. Sieht aber sehr lustig aus, was die da machen. So. Okay. Ich renn mal weg. Die scheinen sich da jetzt alle gesehen zu haben. Der Kupplerpelz hat. Hey, was? Ach, den Kupplerpelz hat er sich hart verdient. Oh ja. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wo das Mechanistengeheimnis ist da. Oder die Informationen der Mechanisten. Ich bin mir eigentlich sehr sicher gewesen, dass die hier irgendwo sind in dem Gebiet.
Wie gesagt, ist halt schon eine ganze Weile her, dass ich diese Mission gespielt habe. Aber hier bin ich jetzt soweit fertig, würde ich mal sagen. Da oben komme ich ja offenbar nicht rein. Die kann ich im Moment nicht mehr bekämpfen. Sieht aber trotzdem lustig aus, wie die da die ganze Zeit immer noch rumstehen. So. Gut, dann. Aua. Das hat mich. Oh, hi. Und hoch, 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 hoch. So, und jetzt dürft ihr mal gegeneinander kämpfen. Bitte. Och, Mann. Hilfe. Ich meine, ich weiß, wie ich den im Zweifelsfall abgehängt kriege. Zwar. So. Oh Gott, oh, der ist auf der Seite. Verdammt. Komm. Geh auf. So. Okay. Ach, Geister. Nein, nein, nein. Weg, weg, weg. So. Ah, die kämpfen gegeneinander, ne? Ja, sehr schön. So, ich gehe mal hier nach unten. Warte mal ein bisschen. Shit. Oh, was ist denn hier los? Hilfe. Ja, okay. Gut, der Roboter hat mich nämlich lustigerweise nicht gesehen. Aber der hat die Gegner hier entdeckt. Also die Untoten. Aua. Lalala. Oh Gott, Hilfe. Ich werde die ganze Zeit verfolgt. Oder werde ich noch verfolgt? Doch, ne? Ja, ich werde noch verfolgt. Hilfe. Oh Gott. So, ich renne jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend, bis sich das ja, so einigermaßen beruhigt hat alles. Oh, der ist aufmerksam geworden auf mich. Das sieht gerade total doof aus. Genau das liebe ich als Thief, ja. Partytime. Oh, wow. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die Untoten die anderen da so leicht besiegt kriegen. Ja, gut, dann. Oh Gott, jetzt darf ich nicht an einer von diesen Leichen hier hängen bleiben. Da, 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 da. So. Aua. Nein. Ich lebe noch, ich lebe noch. So, weg, 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 weg. Oh, Hilfe, Hilfe. Och, Mann. Nein, okay, gut, das war's. War aber sehr lustig. Oh, die Zombies stehen wieder. Ja, gut. Und mir fällt gerade ein, ich habe da auch noch Blitzbomben gehabt. Die hätte ich doch auch die ganze Zeit benutzen können. So. Nein, nein, nein. Du schießt nicht auf mich. So, wo sind die Blitzbomben? Da. Die werde ich mal so ein bisschen bereithalten. Ja. Geht in den Kampf mit denen. Seid mal so lieb. Nun reagiert doch mal. Ja. Er reagiert. Okay. So. Dann warte ich jetzt mal, bis eine der beiden Fraktionen halt vernichtet ist. Und dann, oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Ah. Okay. Der eine Roboter ist mal weg. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in die Schussbahn gerate. Ich werde immer noch verfolgt, ne? Ja, ich werde immer noch verfolgt. Hilfe. So. Oh Gott. Und so. Okay. Okay. Großteil von denen ist besiegt. Gut, das nehme ich. Das ist es mir wert jetzt. Ah ja, ach stimmt, ich habe ja auch noch Minen und Unsichtbarkeitstrank. Die Dinger vergesse ich immer. Oh, der hat mich gesehen. Die Minen hebe ich mir mal für die da oben auf. Oh. Nein, 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 nein. Oh Gott. So, der ist weg. Sehr gut.
Nee, nee, nee. Oh, verdammt. So. So, der ist auch weg. Sehr schön. So, speichern. Entschuldigung. Du hast einige Verfolgungsjagden verpasst. Mist. Aber hier ist der Großteil zumindest jetzt ausgelöscht. Und die beiden, die locke ich jetzt mal noch wieder da nach oben. Naja, meine Chefin hat versucht gerade mit mir noch zu gucken, wie wir mehr Stunden aufbauen können. Ach so. Weil ich letzten Monat irgendwie nur 50% meiner Sollstunden gearbeitet habe. Oh. Ja. Na, komm. Och, Menschen klettert auch hoch. Scheiß Garrett. Nein. Also tatsächlich ist dieses vor allem an Kanten hochziehen, das ist manchmal ein bisschen störrisch. Oder da ist Garrett manchmal ein bisschen störrisch, wie man eben gerade auch gut gesehen hat. Dieses Geräusch kam, dieses, ja, dieses laute Ausatmen, sag ich mal. Dieses, ich streng mich gerade an, ausatmen. Das hier meinte ich. Oh Gott! Oh, hab ich gerade einen Schreck bekommen, Oh, mein altes Herz, Entschuldigung. ey. Es tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der direkt hinter mir steht. Alles gut. Oh Mann, ach. Für solche Momente liebe und hasse ich tief gleichzeitig. So. Ich versuch mal neben. Hoch, 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 hoch. So, da ist die Mine. Oh, okay, die haben mich diesmal nicht beachtet. Vergiss nicht, dass du Dann. Blitzbomben hast, ne? Ja. Wo ist die Mine jetzt gelandet? Ah, da oben. Auf dem, ja. Toll. Einer lebt noch. Ah, ich habe ja noch eine Mine. Cool. Ja gut. Ja, musst du denn da durch jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich mach's jetzt einfach. So, in der Hoffnung wird. Ah ja, doch, der ist auch weg. Sehr schön. So. Oh. Mein Herz blutet. Garrett hat so viele Menschen getötet. Der würde sich Ja. selber umbringen dafür. Warum sind hier gerade Leichen verschwunden? Weiß nicht, aber da ist ein Zombie auf dem Weg hoch. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, wow. Habe ich den gerade enthauptet? Oh, ja, hi. Okay. Ich habe mich kurz erschrocken, als der Kopf verschwunden ist. Das kenne ich so tatsächlich auch nicht. Ich kann die nicht mal aufheben hier, die beiden. Gut, dann ist hier oben zumindest Ruhe. Ich weiß auch, ich hänge gerade an der Kante hier fest. So. Ich weiß zwar nicht, was mir das jetzt bringt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier irgendwie durchkomme, aber nö, hier ist scheinbar nichts. So, ich glaube, unten sind jetzt noch zwei Zombies. Ich glaube, die sind vorhin nicht mit hochgerannt, aber Zombies sind ja an sich kein Problem, weil die sind so langsam, da kann ich einfach wegrennen. Ja. Oh, ein Zombie. Sogar noch. Ach, oh, das ist ein Magier. Das ist ein Magier. So. Aber. Ja. Ach so, der ist ja schon tot. Okay. Gut. Dann haben wir hier auch mal für ein bisschen Ruhe gesorgt. Aber. Was? Kommt Texte? Warum kommen hier Steht so gleich viele? über dir welche? Ja, gut, Also das kann sein. eine Etage über dir? So, ich muss jetzt mal kurz gucken. Ah, okay, das hier ist. Also hier bin ich jetzt gerade, hier an dieser Stelle. Das sieht aus, als wenn da hinten noch ein Gang lang geht. Oder hier. Da geht's irgendwie noch lang. Hey? Und. Also ich glaube zumindest, dass ich hier in dem großen Raum bin. Würde zumindest Sinn machen. Und hier geht's dann auch noch lang. Okay. Moment, ich gucke jetzt nochmal. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier hinten irgendwo noch einen Gang gegeben hat.
Ah, hallo. Ach, Veni. Was denn? Jetzt So. die letzte etwa dreiviertel Stunde komplett unnötig. Ja. Leute getötet. Ken war das eben. Achso, das Ding kann ich gar nicht aufheben. Ja, na, unnötig, Leute töten. Nö. Einfach So. Garretts Seele beschmutzt. Genau. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Wahrscheinlich dahin, wo die Stimmen waren. Da ist ein Hammer. Ja, ich weiß. Also wird es wahrscheinlich irgendwo bei den Hammeriten oben sein. Naja, oh, na toll, jetzt bin ich hier. Geil. Das ist einfach nur. Ja, hätte die ganze Ja. unnötige Gewalt umgehen können. Ja, aber Gewalt ist lustig. Nein. Gewalt ist keine Lösung. Genauso wenig wie Alkohol, das ist ein Destillat. Was war das eben da bei dir im Hintergrund? Amara. Achso. Die hat irgendwas rumgestößt. Ich weiß Aha. nicht. Bin mir unsicher. Ich will nicht fragen. Ha, ja gut, aber das hat mich jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Nee. Vielleicht hätte ich mir auch mal den Brief da in Ruhe durchlesen sollen. Wo bist du denn jetzt überhaupt auf der Karte? Ich bin auf der Karte jetzt hier ungefähr. Also das hier ist der große Raum, wo auch die Überwachungskameras sind und so. Und ja. Ja, dann muss es doch jetzt irgendwie. Du musst jetzt irgendwie rüber in die Hammerzone kommen. Ja, ne, da bin ich doch jetzt eben schon gewesen. Hier, das Komplett ist. Ja, durch? das ist Okay. das von den Hammeriten hier. Also so interpretiere ich das jetzt. Er hat uns alle schon mehrfach überlebt, ja. Ja, aber ich will ja noch ein bisschen was von der Mission zeigen. Noch wenigstens ein, zwei andere Missionen zeigen. So. Ich will noch mal ganz kurz. Wo war der Eingang da? Da will ich noch mal kurz zu dem Brief hingehen. Ich habe mir jetzt die ganzen Briefe natürlich auch nicht durchgelesen. Ich überfliege mal ganz kurz. Da ist hier irgendwas. Irgendein Hinweis. Ich meine, Moment. Linus Basement. Slipped into that big chamber where the secret door to Linus Basement is. Only to find the far end lit up like the sun and loaded with those fancy mech. Security toys. Was? Oh, warum ist das so ein langer Text? Könnt ihr nicht einfach reinschreiben, hier sind die Infos zu den Mechanisten, gut ist. Hier ist wieder ein Secret Entrance. Achso, ich glaube, mit diesem Secret Entrance ist das gemeint, wo ich gerade selber Ja, drin bin. da bist du gerade drin. Weil da wird ja auch der Big Crash links erwähnt in dem Raum. Genau. Nö. Ich meine, ich habe immer noch die Möglichkeit, und das ist nämlich das Gute an den ganzen Fan-Missionen. Es gibt halt Thief Missions bzw. Cheap Missions. Da kann man die Missionen runterladen. Und da ist dann immer noch fürs TTLG, also TTLG ist Through the Looking Glass, das Forum. Und da werden die meisten Missionen halt besprochen. Da gibt es sogar immer deutsche Varianten von, also Englisch und Deutsch. Und die sind auf Thief Missions auch immer mit verlinkt, wenn es halt da Soll ich entsprechend. mal gucken, ob ich was finde? Ja, Ich kannst du weiß nicht. gerne machen, wenn du möchtest. Dann, Thief. Wie heißt die Mission? Weißt du das gerade? Brawl in the Tombs. Da steht's auch gerade. Danke. So. Gut, so lange renne ich mal so ein bisschen noch durch die Gegend hier. Ja, hier kommen übrigens auch wieder die ganzen Stimmen. Achso, nee. Gut, wir gucken uns einfach mal um.
Was? Warum wusste ich, dass ich jetzt kurz vor der Stormblood-Stadt schlechthin noch eine Dungeon machen darf, was? Worauf jetzt bezogen? Final Fantasy 14. Ach so. So. Oh, hier ist zumindest noch ein bisschen Beute gewesen. So. Es gibt keine Komplettlösung und keine Lootliste, zumindest so. Was? Moment, ich. Laut dem, was auf TTRPG beim Download steht. Ja, warte, ich guck mal kurz. Thiefmissions.com. Aber ich habe eine Dann. schöne Karte gefunden. Oh, wow. ich meine, Karte habe ich theoretisch ja auch im Ingame. So, Brawl in the Tombs. Da, Discussion, Englisch und Deutsch. Ich gehe sogar mal auf die Deutsche. Im Zweifel kannst du es mir schicken, dann gucke ich mir, weil dann. Ich habe es halt gerade nicht gefunden, deswegen. Ja, das Problem ist, ich kann es dir mal schnell schicken, aber das Problem ist, ich will jetzt auch nicht hier Ewigkeiten durch die Gänge durchrennen, solange wie du guckst, weil, Ja, klar, alles gut. ja, dann habe ich mich ganz schnell verlaufen. Dann kann ich aber für die nächste Mission schon mal nachgucken, weißt du? Wenn du Hä? weiterkommst. Moment, nee, das ist. Nee? Da ist irgendwie der Link falsch. Ja, das sieht nach der anderen Ja, aus. so, hier ist aber. Warte, ich schick dir da mal die englische Variante. So. Dann gucken wir mal kurz. Meistens ist das halt mit irgendwelchen Spoilern dann immer versehen. Information. Ah. Ah, where's the Mac info at? All other objectives complete. I search every inch of the Mac area, bla 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 bla. Very hard to see safe in the wall of room where the zombie. Alles klar. Alles klar. So, verdammt, jetzt muss ich nur den Weg zurück wieder finden. Oh. Ah, ich weiß wo. Ja, Ja, alles klar. Verdammt. Wo ging es jetzt? Nee, hier nicht. Bin ich hier lang gekommen? Ich weiß es gerade nicht genau. Nee, ich werd's gleich sehen, hoffentlich. Nee. Da ist die blaue Pyramide. So, du musst nach rechts auf der Karte, ne? Ja, genau, nach. Oh, Moment, hier liegt ein bisschen was. Dann geh am besten noch einmal in den Raum mit der blauen Pyramide. Das ist die Treppe, müsste die Treppe hoch sein. Warte. Ich hatte mir eigentlich gemerkt, wo ich hier lang gegangen bin. Ich bin. Ach, da ist die blaue Pyramide. Warte, so, ich muss mal so ein bisschen aufpassen wegen den Zombies hier. So. Moment. Wenn du. Ich glaube, ich hab's schon. Okay, ja. Oder? Nach links wäre es dann. Von. Zumindest laut Ja, der Karte. ich bin hier. Ich hab's gefunden. So, und zwar in dem Raum, in dem die drei Zombies eingesperrt gewesen sind. Jo, das ist hoch und direkt links. Genau. Okay, die Dinger hören gar nicht mehr auf, Alarm zu schlagen. Normalerweise hören solche Alarmanlagen irgendwann auf. Ich weiß nicht, warum sie es jetzt gerade nicht machen. Oh, alles. Achso. Ach nee, das ist gar kein Blut. Ist hier irgendwo Blut? Nö, naja, ich finde jetzt gerade nichts. So, und zwar soll hier irgendwo ein Safe sein. Der. Ach da. Ja, und ich kann ihn mit meinen Dietrichen knacken. Hat mich jetzt gerade ein bisschen. So. Oh, was ist das denn schon wieder für ein langes Buch hier? Da sind die Informationen. Oh, jetzt muss ich eigentlich nur wieder raus. Soll ich dich rauslotsen? Nö, das kriege ich glaube ich schon Sehen? hin. Aua. Ja. Okay, das ist eigentlich keine hohe Kante. Ich weiß nicht, warum er da immer wieder Schaden nimmt.
Ich meine, jetzt ist mir der Schaden auch ziemlich egal. Also normalerweise versuche ich auch gar keinen Schaden zu nehmen in den Missionen. Wie gesagt, ich versuche auch niemanden zu töten. Habe ich ja jetzt hier in der Mission auch gemacht. Ja. So. Du. Bis hierhin ist der Weg ja noch sehr geradlinig. Da ist die Pyramide. Genau, in die Pyramide rein und dann nach Osten. Ach Westen. so. Na, ja, okay, dann. Ja, Moment. gut, da geht's auch, wo du gerade lang Ach wolltest. so. Ach so, Quatsch. Ah, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich ja. Wir Hab immer ein können mal bisschen gewechselt. kurz. Hier sind übrigens die Informationen. Wo habe ich jetzt den Kompass? Den habe ich normalerweise nicht auf einer. Nach. Im Prinzip geh nach links. Sorry. Ich habe jetzt Westen einfach benutzt, damit Links- und Rechtsvertauschung nicht passiert. Ach so. Weil wo Norden ist es leider. Doch theoretisch ist es auf der Karte ausgewiesen. Also wäre es tatsächlich sogar Westen. Also, Der hey, Westausgang. du hast gesagt nach links, ne? Ja. Okay, ich bin bei dem Kompass jetzt ein bisschen verwirrt, weil. Ja, ich war auch verwirrt. Naja, weil der eigentlich genau verkehrt rum ist. Und dann in dem langen Gang einfach direkt nach unten gehen. Nach Süden. Genau. Und dann einfach nur von deiner Blickrichtung aus rechts und dann geradeaus. Werde ich. Ach nee, ich dachte gerade, der verfolgt mich. Rechts, dann geradeaus. Oh, hier bin ich auf alle Fälle noch nicht gewesen. Oh, da liegt noch ein schöner Teppich. Den nehmen wir noch mit. Na. So. Oh. Hopp. So, ich weiß, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen, aber ich sollte jetzt hier gleich wieder irgendeinen Orientierungspunkt haben. Oh, hallo Zombie. Ah, das sieht doch, ja, ich bin am Ausgang. Sehr schön. So, jetzt erstmal die ganzen Treppen wieder hoch und ich sehe gerade, ich sehe den Chat gerade gar nicht. Moment. Oh, die Statistiken wären eine Katastrophe. Das weiß ich jetzt schon. So. Ich hätte beinahe neu geladen, statt zu speichern. Problem ist nämlich, dass Garrett manchmal auch so ein bisschen störrisch ist, wenn er von Leitern runter soll. Und nicht, dass ich jetzt hier ja, runterfliege, weil ja, geht ein bisschen tief runter. Das ist dann schon unter Umständen etwas schmerzhaft. So, und. Na? Na? Hallo? Das ist nicht der Ausgang. Gibt es hier noch einen anderen Ausgang? Verdammt. Oder ist das so blöd programmiert, dass ich an einer bestimmten Stelle stehen muss? Eigentlich nicht. Och nö, gibt es hier echt noch einen anderen Ausgang? Oh, keine Ahnung. Im Zweifelsfall sage ich, ich bin jetzt draußen und dann können wir zur nächsten Mission übergehen. Ich meine, du kannst ja mal, ich muss ja sowieso einmal hier Also wieder. theoretisch, da steht Enter Tombs, das heißt, da ist ja auch der Leaf dann. Wegen ewig gefangen, genau. Ja, ich meine, wie gesagt, zur Not sage ich einfach, das war es jetzt mit der Mission. Da gab es doch irgendwie auch einen Trick, aber ich glaube, den muss man erstmal aktivieren. Nochmal auf die Missionsziele. Also die beiden werden erst abgehakt, wenn man dann halt auch draußen ist. Ja, klar. Ja. Ja. So, wir können uns trotzdem mal die Statistiken angucken, und zwar, indem ich jetzt einfach sterbe. Vielleicht musst du die Tür zumachen. Am Hebel. Ja, ich kann es mal probieren, aber glaube ich nicht. Oh, ja gut, jetzt falle ich. Blub. So. So sehen wir wenigstens die Statistik noch. 2515 von 5543. Oh, 6 Knockouts, immerhin.
keine Taschendiebstähle, aber 9 Schlösser geknackt. 322 Schaden. 21 Tote. Aber, ah nein, Others killed 21. Das sind die, die ich nicht selber getötet habe. Das sind im Grunde die, die sich da gegenseitig alle abgeschlachtet haben. So, ich kann den noch mal kurz laden. Ich glaube, achso, hier unten bin ich. Ich probiere das noch mal mit diesem Tür zu machen und so, aber ich glaube nicht. Das würde mich doch sehr stark wundern. Ja, gab es vielleicht irgendwo einen anderen Ausgang? Keine Ahnung. Wir haben ja auch, weiß ich, die Diebesgilde nicht gesehen. Wir haben Ach so, Quatsch, das. Ach, da oben ist übrigens noch was zu lesen. Hey. Nee, bringt auch nichts. Wir haben die Hüter gar nicht gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwo ein Ausgang gewesen ist. Wer weiß. So, ja, machen wir mal eine normale Mission, würde ich sagen, ne? Riesal, du darfst ja auch so. Du siehst sie ja, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob man so Ja, einigermaßen erkennt. Also, ich kann sagen, The Art of Thievery ist. When angels refuse to die. Okay. Da weiß ich nicht, welche das ist. Kann Was sein, gut ist, dass. dass ich weiß. Ja, eben. Es kann sein, dass ich die irgendwann mal vor Ewigkeiten gespielt habe. Aber ich kann mich halt überhaupt nicht dran erinnern. So, kleiner Augenblick. Okay. Ich weiß nur, also ich hatte ja. Ach so. So. Ich nehme auch wieder normalen Schwierigkeitsgrad. Das nervt hier so ein bisschen. Ich glaube, das wird im Stream auch angezeigt, ne? Das mit Radiant Software. Nee. Nee? Oh, okay. Oh, die Missionsziele ändern sich gar nicht. Ah, gut. Dann kannst du ja direkt höchste Schwierigkeit nehmen. Ja, jetzt ist es zu spät. With the demise of Terrace, the Mechanists disbanded. Angel Watch was abandoned Ist gerade and eine fell Cutscene, deswegen into bin ich ruin. ruhig. But some angels refused to die. Something weird is going on here. You won't believe it. One of those iron beasts. Okay, let's take it from the top. What happened? A patrol was quickly dispatched to investigate strange events at Angel Watch. Why all the extra manpower? I don't want to hear it. You have your orders. Yes, sir. Ah, F off. No report was ever filed. Der Raum ist aber hell. Yep. Naja, when angels. Genau. Mercenaries motivated only by greed were hired to find the missing So. blue coat. Also ist noch nicht vorbei, die Cutscene. Ah, okay, ich war verwundert. Nee, jetzt um. Quiet, little Marinox. You're making enough racket to wake the whole of Dayport. Alright, alright. But I got some question. Oh, just hurry it up already. So, irgendwann würde ich auch gerne mal spielen. Their reward remains unclaimed. The matter was referred to the Hammers, warriors with no fear of Mechanist ruins. Come out of thy shadows and face my steel. Stand with me against our foe, and we shall surely prevail. Let thy stroke echo mine, brother. Das sind übrigens die Hammeriten hier, die Roten. Na los. Nicht, dass das jetzt hier quasi ein Film ist, ein langer. Hoffe nicht. Das sieht doch aus. Nee, ich kann mich noch nicht bewegen. Ja? No thanks.
Ja. We fear there may have been another signal tower, a prototype at Angel Watch. Damn. Not all of the mechanical beasts were destroyed with Karen. That tower can still bring disaster. You must destroy it. Ja, dann lass mich doch zerstören. I have a bad feeling about this. Okay, irgendwie. Ah, ich kann mich bewegen. Oh, geil. Irgendwie war der Text da ein anderer als das, was gesagt wurde. So, einmal speichern und einmal kurz. Ja, okay. Es gibt nämlich Missionen, in denen das Laden deaktiviert wurde. Das ist dann blöd, wenn ich das erst mittendrin feststelle. Ja, das wäre schlecht. It seems too easy. Was? This must be the door Besso Mansion. Also Besso ist unser Healer, so nebenbei mal. Den gab es lustigerweise auch im Thief 2014. Und sein Vogel hieß Jennifer. Und Jennifer ist eigentlich in dem Teil hier seine Verlobte. Die erste Mission, da müssen wir die gleich, also im Originalspiel, müssen wir die gleich retten. So. Wir sind im Angel Watch Tower. Den kennst du auch noch, ne? Ja. Life of the Party, die geilste Thief-Originalmission, die es jemals gab. Da mussten wir da nämlich auch hin. Wir müssen zum Signalturm. Sollte im Dachboden sein. Ach, im Dachboden des Ballraums, so ganz wichtig. Den Signalturm zerstören. 550 Loot finden. Und ja, dann wieder abhauen. Also eigentlich nur den... Anybody Moment. Oh, wir haben keine keine Soundkulisse hier. Wir sind out of bounds, so. What's that sound? Yay. Uh-oh. Oder der Entwickler hat vergessen, was? Von der Mod da das einzufügen. Oh. Subdue this intruder. Oh. Ja gut. Gleich die nächste Cutscene. Aber wir konnten mal kurz spielen. Das ist übrigens Karras. Der da liegt? Nee, der, den man hört im Moment. Ah. Oh, Karras kriegt eine Maske. Ja. Och Mensch, ich will doch nur spielen. And Garrett. And Garrett. And Garrett. Bis Horn. Irgendwie ist die Mission seltsam bisher. Repeat that. That was successful. Bis Horn. Friends, we are adjourned. Ha. Oh, ich kann mich zumindest wieder bewegen. Mensch, ich muss noch mal leider ganz, ganz kurz weg. Jo. Escape from this living hell. Okay, wow. Zumindest haben wir ein paar Missionsziele weniger. Was? Go to the kitchen, pick up an apple. Was? Bring the apple back und... Ah, okay. Das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Okay, das ist eine sehr seltsame Mission. Aha, da ist ein Apfel. Drop the apple on the desk. Und wo hatte ich nochmal Gegenstände fallen lassen? Moment, da muss ich nochmal kurz nachgucken. Normalerweise habe ich das nämlich früher immer auf R gehabt. Aber er benutze ich mittlerweile, um mich nach vorne zu lehnen. Drop. Wo haben wir es? Da. Ach, auf F. Okay, alles klar. So, Apfel auswählen.
That was successful. Pay more attention. Ja, und nun? Look around for that. Go to the closet, pick up the canister. Okay. Hey. Sehr, sehr seltsame Mission bisher. Gut, die Tür funktioniert gar nicht mehr. Ich will jetzt hier nichts anderes öffnen. Da wurde ja eben gesagt, ja, oh, hallo. Dass ich bestraft werde, wenn ich irgendwas falsch mache, quasi. Ja, ja, ja. So, noch ein Apfel? Ja. Ja gut. Halten wir uns mal an die Vorgaben. So. Nee, nee, nee. Den einsammeln. Ganz wichtig. Ich will nichts Falsches einsammeln gerade. So. So, dann. Ja, ja. Okay, ich mach das noch einmal und dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich irgendwas anderes mache. Also irgendwas, was ich eigentlich nicht machen soll. Nicht, dass es jetzt ständig so weitergeht. Okay, ich soll wieder einen Apfel nehmen. Habe ich... Oh, ich habe zumindest Waffen. Ja, zumindest mein Schwert. Moment. Wow. Ja gut. Kann ich dich töten? Ja, gern geschehen. Hä? WB. Danke. Mörder! Ja, ja. Au. Ah, ich verliere tatsächlich Energie, wenn ich hier versuche, was Falsches aufzusammeln. Frage ist jetzt nur. Ja, was kann ich sonst noch machen? Da komme ich auch nicht raus, ne? Nö. Hä? Ich sehe überhaupt nicht durch bei der Mission bisher. Finde ich tatsächlich ganz geil. Ja, an sich ja, aber irgendwie... So eine Map? Achso, ja, siehst du? Nö. Keine Map. Na? Los. So. Wenn ich jetzt den Apfel noch mal hinbringe, dann kann ich ja wieder in den anderen Raum rein und dann muss ich da mal gucken. So. Ja, ja, ja. Okay, also wieder den Kanister holen. So, einmal speichern. Ah ja, okay. Hier verliere ich auch einfach nur Energie. Wenn ich irgendwas anderes versuche aufzusammeln. Oh, oh, oh. Ah, verdammt. Ich dachte, ich habe einen Geheimraum gefunden. Ich muss noch mal gucken. Nee. Vielleicht musst du was dranhängen? Wie, was? Ach so, nee, ich wüsste nicht, was. Moment. Ich will mal gucken, ob man die so aufkriegt. Oh ja. Hier. Da konnte ich das wenigstens mal zeigen. Türen einschlagen. Ja, aber ich kann den Apfel trotzdem aufheben. Oh, wow. Jetzt komme ich hier aber... Naja, Moment. Ich komme wahrscheinlich so wieder raus. Ja, tatsächlich. So. Hier kann ich mit nichts interagieren. Nö. Kannst du vielleicht den Haken schlagen? Kann der, ich gleich der so geleuchtet hat. Oh, wow.
Ich konnte ihr sogar einen Apfel geben, obwohl ich eigentlich das Ding hier geben sollte. Oh wow. Hä? Hast du die Seite da noch offen? Von der Mission habe ich noch keine Seite gefunden. Achso. Na, warte. Ich guck mal kurz. Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit, wo ich immer nur dasselbe mache und dann bringt das überhaupt nichts. Oh. When angels refuse. So, das sollte schon reichen. Warte, ich schick dir mal. Kannst du ja selber mal ein bisschen mit reingucken. So. So, da ist halt. Ja, da sind viele Spoiler drin. Ne? Ja, achso, ich habe wieder auf der in der deutschen Variante geguckt, da ist auch schon wieder was Falsches verlinkt. Ja, ich sehe es schon. My boss will bring an apple, then a canister, then the same again. Genau, das hat Problem. Das ist die Mainpage von TTRG verlinkt, glaube ich. Look at the floor in the room with the other servant. One of the other rooms has something which could sparkle an idea. In Anführungsstrichen. Okay. Schauen wir mal. Wirklich viel. Einschließlich Auge. Ja, wenn Cosplay, dann mit Auge. Logisch. So. Oh. Hast du den Even Bigger Hint gelesen? Nee, habe ich noch nicht. Soll ich es dir sagen? Also ist es jetzt eine Game-Ender-Mechanik. Okay, warte, ich ja. Achso, ich will noch mal eine Sache gucken und dann kannst du es gerne sagen. Mhm. Ist hier irgendwas? Also auf dem Boden mit dem anderen Servant stand da ja. Ich weiß nicht, ob die beiden hier gemeint sind. Weil hier sehe ich nichts. Ja, nee, dann sag mal. Also. Sind erstmal zwei Hints. Einer ist, when you go to fetch the canister from the closet, check the shelves. Mhm. Also, da sind wohl noch was in den Regalen. Und das andere ist, flares can set things on fire. Also, du kannst mit Flares Sachen anzünden hier. Ah, okay, aber ich. Ja. So, ich hab. Und du findest. Nein, das sage ich nicht. Das ist Spoiler. Okay. Naja, ich muss einmal den Apfel nochmal hinbringen und dann kann ich mal in den anderen Raum gucken. So. Ja. Oh, Kanister. So. Ach, da hinten. Ah. So, was würde sich jetzt lohnen, in Brand zu setzen? Das findet man selber raus, weil das ja. Passiert hier was? Nö. Solange die noch leuchtet, kann ich es ja probieren. Oh, ja toll, die ist gerade ausgegangen. Wahrscheinlich kriege ich jedes Mal wieder eine Flare, wenn ich da reingehe. Sieht so aus, als würde es halt jedes Mal, wenn du es falsch machst, es zurücksetzen. Hm, genau. Ach da, ja, ich sehe es. Ah, da passiert jetzt was. Okay, also es hat sich... Ich habe das aber auch gerade nicht gesehen, dieses die Zündschnur. Hm. Was? Achso, okay. Ah, schade. Ich dachte, ich habe die Mission plötzlich geschafft. Also Signet Tower zerstören. Chaos töten? Oder naja, zumindest seinem aktuellen Plan ein Ende setzen. Was auch immer das genau heißt.
irgendeine Gefahr eliminieren? ...550 immer noch sammeln, okay. Gut. Also prinzipiell steht ja jetzt eine Mission, eigentlich sollte ja Kars tot sein. Mhm. Aber irgendwie läuft sein Plan halt immer noch und sollte er nicht tot sein, bring halt seinen Plan zu Ende. Genau. Oder und töte ihn, wenn er nicht tot ist. So. Ich kann aber Sachen einsammeln. Hä? Das sieht oh, jetzt wow, sehr wow, das, aus. Das war Hartkäse. Und auch ein hartes Brot. So. Okay. Aber ich kann Sachen einsammeln. Das ist doch schon mal gut. Das war das Brot. Ah, kann ich hier noch was öffnen? Nö. Ah, Mensch. Verdammt. Dass die Tür auch immer nach innen aufgehen muss. Schlimm. So. Ich weiß nicht, was ich da gerade bekommen habe. Das ist halt so eine Sache. Ich habe jetzt einen Kanister immer noch. Okay. Scheinbar nichts, aber hier. Ach, schade. Ich kann damit nicht mehr interagieren. Hätte ja sein können, dass sich da jetzt ein Geheimgang öffnet oder so. So, hier habe ich alles, ne? Häng den Kanister dran. Was? Häng den Kanister dran? Ja, an den Haken. Vielleicht geht's. Ach, hier ist sogar die Maske. Wahrscheinlich die ich selber getragen hatte bis eben. Wahrscheinlich. So, ne, hier ist nichts mehr. Gut. Dann. Oh Gott. Den hättest du jetzt aber da drunter liegen lassen können. Ja, theoretisch. Oh, das ist aber auch ein hartes Brot hier. Ja. Vor allem, ich meine, du hörst das glaube ich nicht, ne? Aber wenn ich das hin. Nee, ich hab's schon aus. Oh. Wenn ich das irgendwo hinwerfe, dann klingt das halt wie Metall. Deswegen. Das finde ich gerade ein bisschen witzig. So. Aber das ist scheinbar eine Mission, in der man töten muss, um hier wirklich durchzukommen. Ich habe nämlich auch kein Blackjack. Oh. Passiert. Okay, das war genauso tödlich. Dann laden wir mal. So. So. Das sind nur die beiden Schalter, scheinbar. Ja gut. So. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier irgendwie. Wow. Ich hab Dings, er hat diese das Todesding gerade so schnell weggedrückt, dass man es gar nicht mehr gesehen hat. Ja gut, dann lasse ich den Raum erstmal. Dann lebt der eine Diener da jetzt noch. Muss ich eventuell später noch dran denken. Weiß zwar nicht, ob der Raum nochmal wichtig wird. Okay, nur die eine Tür. Oh. Aua! Ach, verdammt! So, ganz viel Zeug einsammeln. Oh. Ist eigentlich ein Gold-Objective? Ja, 550. Okay, das geht ja noch. Das ist erledigt. So. Da liegen zwei Briefe, hast du gesehen? Ja, ich bin gerade dabei. Angel Watch, okay, das scheint irgendeine Einladung zu sein. Und Rothschild, okay. Ah, hier liegt auch noch ein Brief. Squire Sharness. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Wenn nicht, hat sich das der Chat auf jeden Fall gemerkt. Ja, zur Not kann ich hoffentlich zumindest immer noch zurückkehren. Ah, hier ist auch noch was drin. Frederick Rothschild, ne, ist auch wirklich. Oder sind das doch zwei? Ne, ist nur einer. Das hier da, liegt das noch da was. Solltest du nicht essen. Was da auf dem Tisch liegt, glaube ich. So viele richtig. So, mal gucken. Ja, ich kann die Sachen mal zerstören hier, die Banner.
Nee, ist aber nicht Center. Schade. So, ich habe gespeichert. Kann ich das Glas kaputt machen? Scheinbar nicht. Nee, okay. Gut. Zerstörungswut. Hä? Du und deine Zerstörungswut. Ja, nein, das meine ich gar nicht. Ich komme hier ansonsten gar nicht weiter im Moment. Hinter dem Regal vielleicht? Ja, ich, so, ich gucke jetzt. Aber wenn das jetzt wieder hier so mit irgendwelchen Schaltern die ganze Zeit ist, sowas nervt mich immer ganz schön. So, stellen wir die einfach mal darauf so. Ja. Oh, aua. Ich wurde gerade schon wieder gestochen von den komischen Viechern. Ja gut, gehen wir mal wieder zurück. Mal schauen, ob sich da irgendwas geändert hat jetzt. Und scheinbar arbeitet die Mission ja generell mit ja, so mit sich verändernden Sachen. Ah, da oben. Haha, das ist zumindest noch ein bisschen Beute. Ah, cool. Das Objective habe ich schon mal. Also das Loot Objective. Ah ja, cool. Die stirbt sogar dabei. So, ist das hier irgendwas Wichtiges? Ach, auf der rechten Seite, das ist Rostgas übrigens. Das hatten wir vorhin ja schon mal erwähnt. Also spielt in der Hauptgeschichte eine große Rolle. Ja. Accelerates the corruption and ich habe so das Gefühl, dass das später noch wichtig wird hier. Also das Rostgas ist halt ineffizient bei mechanischen Sachen. Das andere, wie hieß es nochmal? Embalming Gas, das ist halt ineffektiv bei organischen Sachen. Beide sind halt ja tödlich, wenn man sie einatmet, und beide haben oh. Okay, man sollte beide nicht miteinander kombinieren. Also machen. Kombinieren Sie mal. Ja, mache ich gerade. Passiert hier irgendwas? Vorher gespeichert? Ja. Okay, aber ich verliere weiter Energie. Gut, das bisschen Energie hebe ich mir mal lieber auf. Blattert. So, ich habe jetzt auf alle Fälle beide aktiviert. Vielleicht ist ja jetzt irgendwo anders noch was passiert. Wer weiß. So, hier nochmal ganz kurz gucken. Hat sich hier irgendwas geändert? Ich denke zwar nicht, aber wer weiß. Okay, die sehen irgendwie auch ein bisschen creepy aus. Ja. Definitiv. Ja. Nö. Gut, dann gehen wir jetzt wieder runter. In der Hoffnung. Oh, Moment. Hatte ich hier schon nach geheimen Schaltern geguckt? Nö, scheinbar nicht. Ja, dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht ist ja jetzt irgendwas passiert hier. Aber. Ansonsten stecke ich hier schon wieder fest. Das ist ja eigentlich keine umfangreiche Mission. Also von der Fläche her zumindest jetzt. Ne, aber irgendwie. Ja, keine Ahnung. Kann ich vielleicht. Nee, okay. Das wäre aber lustig gewesen, wenn die kleine Flasche das Ding jetzt zerstört hätte, da die Scheibe. Das wäre tatsächlich ein wenig lustig. Nee, das kriege ich aber nicht kaputt hier, ne? Nö. Ha. Ist hier irgendwo was? Nö. Hä? Okay, auch gerade verwirrt. Ich habe auch schon geguckt, ich habe keine wirkliche Infos dazu gefunden. Okay. Irgendwas
an der Oberseite der Chairs, also im Observation Room, das sollte das hier ja sein. Es kann aber auch sein, dass damit unten gemeint ist. Guck noch mal, ich lese da jetzt nochmal rein. Aber okay. Da sind zumindest keine Stühle in dem Raum. Nee, okay. Sah ihm kurz aus, als wenn ich da unten was so Rötliches gesehen habe und das ist dann für gewöhnlich ein Schalter. Ich klicke jetzt hier die ganze Zeit rum. Ich weiß gar nicht, ob man das im Stream hört, aber... Ja, das hört man, denke ich mal. Also ich höre es auf jeden Fall. Ja, okay. Back behind the back row of chairs on the dais. Check was? Behind the back row? Aua. Unten dahinter? Ach da, ich hab ihn. Wow. Ja, ich hasse sowas. Hat sich hier was getan? Wahrscheinlich links die Tür, oder? Nee, links nicht. Ach so, hier, hinter dem Regal. Hat sich ein Geheimgang geöffnet. So. Es gibt Missionen, da haben... es gibt so ein paar Missionen, da wurde es mit den Geheimschaltern komplett übertrieben. Ja, das... Also das war eben echt noch harmlos. Den kann man so finden, theoretisch, aber... Ah. Ja, aber auch genauso das mit der Flair. Ja, gut. So. Oh, guck mal, ein Zerstörungsschalter. Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Zumal... Nee. Kann ich nichts machen an dem Ding, auch wenn ich es quasi anwählen kann. Nee, die Tür geht auch nicht auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwo wieder ein Schalter ist. Irgendwann hat man so ein bisschen... Also so ein bisschen Gefühl dafür, wo die geheimen Schalter immer versteckt sind. Es gibt so, ich sag mal, bevorzugte Orte für sowas. Aber, jetzt kann ich hier auch Sachen machen. So, ich überfliege mal kurz. Ja, irgendwie, wenn es dunkel ist, kannst du nichts machen in den Räumen, ne? Naja. Once the lever was again placed B. Okay, ich versuche mal, mir das zu merken. Och, Mann. Okay. Müsste ich mir jetzt in Ruhe durchlesen. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. So. Da. Ich auch schon echt viel da. Ja, hier brauche ich jetzt ein Zahnrad. Also das kenne ich halt aus den Originalmissionen. Achso, hier ist ja noch die Tür. Da kann ich immer noch nichts machen. Ich könnte theoretisch jetzt... Moment, das versuche ich mal. Theoretisch könnte ich mal gucken, ob ich die Tür so aufgebrochen kriege. Nee, kriege ich nicht, weil Metall. Da geht sowas definitiv nicht. So, dann ist auf Garantie hier irgendwo wieder ein geheimer Schalter. Ich klicke... Na gut, so geheim war der jetzt gar nicht. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt... Irgendwo hat sich jetzt wieder was getan. Hat sich hier was geöffnet? Nö. Geh mal zurück und guck mal, ob jetzt die Tür da oben irgendwie aufgegangen ist, die eine. Das Fenster ist noch... Nee. Oh, ich hasse sowas. Ständig hin und her rennt. Hier die Tür? Nein, auch nicht. Nö. Der Punkt ist, wo ich sagen muss, wenn so extrem, also was ich geguckt habe, ist ja für jeden Missionsabschnitt irgendwas erfragt, dann sollte er doch halt einfach irgendwie zusammenschreiben das mal. Ja, prinzipiell schon, aber ich will ja hier nicht rein. Dann nehme ich ja mit Schaden.
Also hier hat sich nichts getan. Die Tür ist auch immer noch zu. Vielleicht kannst du jetzt die Scheibe einschlagen. Aua! Och, Mensch, diese Scheißfliegen hier. Nee. Hätte mich aber auch leer? Gewundert. Nee. Das hätte ich vielleicht die Fliegen abfackeln können. Ich kann einen Kanister darauf werfen. Oh, wow. Was war das denn eben? Egal. Gut. Nee, aber hier hat sich scheinbar nichts getan, aber das Geräusch, was da gerade. Beinahe wäre ich da runtergefallen. Jetzt ist irgendwas zugegangen. Ach da, ja gut. Es scheint tatsächlich dann immer im selben Raum zu sein. Es ist aber auch so klein, ne? Ja. So, und nun? Ah, jetzt geht die Tür auf. Was? Auch schon wieder neue Objectives? Okay. Geil. Ich habe vorher, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt, aber ich habe vorher noch Objective bekommen hier von wegen, hey, automatische Zerstörung, bla bla, Schalter betätigen. Und jetzt habe ich gerade das Objective bekommen, oh, na, vielleicht doch nicht. Ja, gut. Und nu? Hä? Ist hier irgendwo ein Leiter? Achso, das ist ein Fahrstuhl. Nee, nach unten geht's nicht. Also fahren wir nach oben. Ganz gemütlich. Oh Gott, das dauert. Weißt du, was richtig mies wäre, wenn jetzt hier auf dem Weg nach oben irgendwo ein geheimer Schalter ist? Nee, wenn jetzt du oben einfach nur einen Schalter drücken musst und dann wieder runter musst, zurück musst und drüben die Tür aufmachen musst. Oder bei, so, bei ja. Bei der Glastür dran. Ja, das wäre auch nicht nett. Stimmt. Da ist dann auch wieder nur ein Schalter, dass du wieder hier hoch musst. Aber das war bisher ja noch nicht so, zum Glück. Nee, zum Glück. So. Die Rätsel sind eigentlich immer ziemlich abgeschlossen bis jetzt. Genau. Ach, ich habe noch eine Flare bekommen gerade. Oder 6 Flares sogar. Wow. Dann sollst du bestimmt wieder ein paar Dinge anzünden gleich. Hä, wo bin ich hier? Ich habe einen Dietrich bekommen. Hey. Hat der einen Ring am Finger? Ja, Tatsache. Wow. Da muss man erstmal entdecken. Dann war er wohl verheiratet. Oh, oder? Jetzt nicht mehr. Oder verlobt. Nee, war die rechte Hand. Ach so, ja gut. Den unteren kann ich gar nicht betätigen. Okay. Na. Achso, ich habe doch gerade niedrig bekommen. Aha. Moment. Oder? War das? Ach, das ist kein Dietrich gewesen, das ist einfach nur, so ein, keine Ahnung, Short Rod, so ein... Knüppel? Ja, so ein kleiner, da kommt Fliegen. Okay. Ja? Was war das an der Tür? Glitchy-Grafik? Nee, das sollte irgendwie so ein Balken oder so sein. Das sollte halt darstellen, dass die Tür beschädigt ist. Mm. Also ich glaube, das ist, also ich glaube zumindest, dass das auch wirklich beabsichtigt ist. So. Oh, aua. Oh Mann, scheiß Fliegen hier. So. Du möchtest mal leben langsam. Ja, und solltest speichern. Ja, ne, gespeichert habe ich ja zwischendurch immer mal wieder. So, das ist, ja genau, das ist nämlich das andere Fenster hier. Da wäre ich dann sowieso nicht durchgekommen. Mhm. Aber zumindest weiß ich jetzt, okay, dass es da keinen weiteren Weg gibt, den ich irgendwie übersehen habe. Hier ist ein Kamin. Oh, haha, wusste ich's doch. Aber ich will mich erstmal hier nochmal kurz umgucken. Nicht, dass hier noch irgend... Ah ja, dahinter war tatsächlich irgendwas.
Ich weiß zwar nicht was, also irgendwie Beute auf alle Fälle. Deine 500 eigentlich schon zusammen? Ja, ja. Wo ist es da? Ja. Hier ist so eine Nische. Also, scheint nicht zu sein. Hier kann ich für den Stream sagen, sieht man fast nichts. Okay, ja. Ich meine, ich sehe hier auch sehr wenig, muss ich dazu sagen. Aber es geht im Grunde gerade nur hoch. Sind so ein paar Nischen immer, da gucke ich mal kurz rein. Oh, wir haben keine Geräusche mehr. Und, okay, weiter geht's hier nicht. Hier irgendwas sein in dem... Ja, da ist kein Leiter mehr. Ja, ja. Hä? Ach, ja, ja, ich... So eine weiße Platte. Ah, ich hab's gerade gesehen, hier geht's nämlich... Hier geht's runter. Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit irgendwelche Flares... zünden, aber... Deswegen hast du wahrscheinlich auch die Flares gekriegt. Gut möglich. Moment, ich mach mal eine an, damit man ein bisschen was sieht. Kann ich die Sachen hier einsammeln? Nee. Hä? Och Mann. Toll, jetzt sieht man wieder kaum was. Ich habe so eine Ahnung, und zwar war ja hier irgendwo noch so eine Nische. Irgendwo? Wo waren die jetzt? Ne, jetzt bin ich wieder ganz weit oben. Hier. Nee. Hä? Bei einer der Nischen war eine weiße Platte. Ja, ja, genau die suche ich nämlich auch gerade. Bist du doch gerade, oder? Was? Nee, 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 das war das nicht. Das war... Oder sah das von nur so aus? Das ist der Raum. Ach nee, nee, das. Oh, okay, das ist ein anderer Raum. Ich dachte, das ist der Raum, durch den ich den ganzen Kamin da überhaupt betreten hatte. Da haben wir noch ein Buch. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn ich die Bücher lesen würde, würde ich halt auch ein paar mehr Hinweise kriegen. Ja. Danke. Aber es ist einfach. Die Tür bringt also mir das gar nichts. Um es zu zeigen, zu viel zu lesen. Ja, ich habe auch mal eine Mission gehabt. Ich nehme ja regelmäßig, na gut, habe ich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gemacht, aber ich habe ja regelmäßig Fanmissionen aufgenommen. Jetzt kannst du den Lift holen. Ja, ja. Oder auch nicht, weil da gar keiner ist. Geil. Nee, er wird jetzt, also oder? Kann es sein, dass er jetzt eventuell ganz unten ist? Oh Gott. Aua. Steht ja. Nee. Oder doch. Eine, doch, ja, ja, ja. Ich sehe es gerade. Aber nicht da, wo du. Ja. Du musst irgendwie eine Etage tiefer kommen. Ja, ja. Ja, ich könnte, wenn ich mich hinhocke, könnte ich rüberspringen. Könnte ich runterspringen? Oh, schade. Ich glaube, den Sprung schafft man aber. Oh, na gut. Ich glaube aber nicht, dass das intended gedacht ist. Wer weiß, wer weiß. Oh, okay. So, gucken wir uns mal hier um. Oh, alles unter Wasser. Da warst du nämlich auch gerade im Kamin. Da hast du durchs Gitter geguckt. Ach so, ja. Oh, kann ja, sein. Ja. Auf der anderen Seite. So. Ja, toll. Das ist jetzt nur die andere Seite des Fahrstuhls. Jetzt kannst so, du mit dem hochfahren. Genau. Oder? Ah, jetzt genau, jetzt komme ich, also so ist es nämlich auch gedacht, dass ich, also auf diese Art und Weise komme ich auf diese Seite hier. Ah. Da, 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 da. Also, es war nicht gedacht, dass du da runterspringst. Wahrscheinlich, dass du einen anderen Weg runternimmst, aber... Na, ja, das weiß ich nicht. Also, kann sein, dass man da tatsächlich runterspringen sollte, weil... Ich habe da jetzt keine andere Möglichkeit gesehen. Ah, ja, toll. Ach, deswegen war die Tür auch blockiert, weil das Viech dahinter steht. Ja, Und nu? Hä?
Ah. Hä? Ah, hier hat sich was geöffnet. Ja, noch ein bisschen Beute. Oh. Was sind das? Sind die Beute. Das? Ja. Sind das Seilpfeile? Nee. Das sind ganz normale Breitkopfpfeile. Okay, ich habe jetzt das Schwert, ich habe Breitkopfpfeile. Habe ich noch irgendwas anderes? Nö. Geht ja nur noch ein Bogen. Ja, den. Ja, wenn, sobald ich Pfeile habe, habe ich auch einen Bogen. Wie unlogisch, sagst du. Okay, ja. Was brauchen wir? Pfeile. Aber genau. Kein Bogen? Nein, die sind automatisch. Der ist da automatisch dabei. Richtig. Aber ich habe eine Slowfall Potion bekommen. So, einmal kurz heilen. Ja, Frage ist jetzt. Na komm. Nu, rüber da. Oh Gott. Ach, ja, logisch. Ich kann ja. Dafür habe ich nämlich auch gerade die Breitkopfpfeile bekommen. Stehe ich. Da oben stehen. Ja, genau. Kann nämlich, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber man kann mit Breitkopfpfeilen, ja, verdammt, kann man auch Schalter betätigen. Genau, so drücke ich auch immer meine Aufzugsschalter. Genau. Pfeilbogen raus und erstmal auf den Schalter schießen. Och Mann. Benny trifft noch nicht. So, jetzt. Wow. Er ist aus dem Winkel halt auch ein bisschen doof. Zu treffen tatsächlich. Ja. Was hättest du gemacht, wenn du alle 10 verschossen hättest? Ja, hätte ich neu geladen. Tatsächlich hardlocked. Softlocked. So, ist hier irgendwas noch? Nö. Das will ich nur die eine Tür, ne? Stimmt nicht auf. Nee. Oh. Achso, nee, okay. Nee, ist wirklich nur die eine Tür hier. Da, 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 da. Ich glaube, die sind zu groß für deinen Stock. Hallo? Übrigens immer an Fablö denken. Ah, wow, man musste erst die Tür zumachen, damit man den Schalter betätigen kann. Na toll. So, ja, wieder eine Wusstest kleine du nicht, Aufzug. In Deutschland gibt es auch solche Aufzüge, gerade im Osten. Ja, gut. Also, es war früher tatsächlich gar nicht gäbe solche Aufzüge, dass du halt erst die Tür selber zumachen musst. Die ja, klar, aber. Ja, aber der andere, der hat ja auch nicht so funktioniert. Also wenn er hätte ich es bei beiden so gemacht. Oh, wow. Ich denke, wir werden uns langsam der Mission nähern. Ja, das denke ich auch. Ich wollte nur ganz schnell in den Schatten rein, weil ich da so ein bisschen im Licht gewesen bin. Ein bisschen exponiert. So. Ah, schön, oh dass Gott. Nur in dieser Ecke ein Lichtkegel ist. Ja. Oh. Aber wenigstens ist hier so ein Gummizeug auf dem Boden. Ah, da ist eine Tür. Und hier ist nochmal ein Aufzug. Ist aber nicht der, mit dem ich gerade hier reingekommen bin, oder? Nee, der war im Licht. Der ist nicht im Licht. Ah ja, stimmt. Ja, der ist da hinten. So, schnell hier rein. Ich weiß gar nicht, wie gut man das im Stream gerade sieht, alles. Schwierig. Okay. Schwierig. Ja, okay, jetzt sieht man es besser. Das war so ein bisschen meine Befürchtung in Anführungsstrichen. Das heißt nämlich auch, dass jetzt hier überall Licht ist. Heißt, du kannst wieder freidrehen. Oh Gott. Ja, kann ich eigentlich nicht so wirklich, weil. Ist halt eine Sicherheitsvorkehrung, damit keiner bei offener Tür den Aufzug benutzt. Nicht, dass man sich da sonst was einklemmt. Richtig, genau. Ja, nur wie gesagt, dann hätte ich es halt auch bei beiden Aufzügen gemacht. Oh. Ah, Hilfe. So. Ich speichere mal. Ich schon das Ding in dich reinrennen. Ja. Ja, ne, ich renne ja jetzt quasi in dieselbe Richtung wie er. Das heißt. Jetzt. Ach so.
Ich dachte gerade, irgendeiner ist da aufmerksam geworden auf mich. Ey, wo ist denn der überhaupt? Der hängt wahrscheinlich an der Tür jetzt fest. Oh, da ist noch was. Halter oder so, ne? Ja, ja. Mann, echt schwer. So im Stream, ich weiß nicht, wie es für dich ist. Oh Gott, oh. Also man, du meinst, man sieht das echt schwer jetzt gerade. Ja, im Stream sieht man es sehr schwer. Also wenn du irgendwas von weiter weg anguckst gerade. Okay. So diesen Schalter, den hat man kaum gesehen vorher, bevor du den aufgemacht hast. Ja! Okay. Ja. Oh, oh, oh. Du sollst dann jetzt gleich wahrscheinlich den Schalter drücken und auf die... Okay, hier kann ich übrigens gar nichts machen an dem Aufzug. Ich kann zumindest den Schalter nicht aktivieren. Ja, das Problem ist, oh, 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 oh. Dass der eine mich gerade sucht. Hopp, 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 schnell vorbei, so. War knapp. Das war präzise. Nichts ist knapp, alles ist präzise. Alles geplant. Ja, wenn es funktioniert, ist es präzise. Ja, du solltest wahrscheinlich tatsächlich den Schalter drücken und dann mit dem Balken hochfahren. Oh Gott, Das wird lustig. Ja, ne, ich kann theoretisch ja auch mit dem Pfeil einfach aufschießen. Ha. Ich mach's nämlich elegant. Oh, ich sag doch, ich mach's elegant und fall hier fast runter. Boah, Hilfe. Ich bewege mich im Moment übrigens gar nicht. Ach, da ist ja der Turm. So, oh, hi, der sieht mich. Der kommt auch nicht an mich ran, das ist mal lustig. Ja. Oh. Der ist tot. Ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt irgendein Zeitlimit hier habe. Moment, ich speichere mal kurz. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob das der ist, mit dem ich hier reingekommen bin in das Gebiet. Einfach nicht hingucken, dann sieht er mich nicht, genau. Okay, der ist aber auch zerstört. Das ist tatsächlich der Aufzug gewesen, mit dem ich hier reingekommen bin. Aber der andere kann ich halt immer noch nicht betätigen. Wenn er dich nicht sieht, siehst du ihn nicht. Ja, eben. Destroy the Signal Tower habe ich noch gar nicht. Achso, wahrscheinlich jetzt, wenn der... sich automatisch zerstört, dann wird es wahrscheinlich erst abgehakt. Okay, aber eine seltsame Mission irgendwie. Aber ja, guck mal, da ist unser Gold-Viewer, ne? Achso, ja, genau. Der Temperer. Aua, Hilfe! Okay. Objective completed, hallo? Oh, schade. Ich wollte gerade was anderes sagen. Jelly, wir haben aber leider keine Moospfeile. Ich habe kurz Angst gekriegt, Veni. Ja. Hä? Toll. Ah, okay. Jetzt komme ich hier doch hoch. Also jetzt kann ich hier zumindest Luft holen. Das hat eben irgendwie nicht funktioniert. So, Signalturm ist zerstört. Ja, das mit Karas muss ich noch machen und dann raus. Wenn nicht noch irgendwelche neuen Missionsziele dazukommen, weiß man ja nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn du rausfindest, ob Karas lebt oder nicht. Ja. Ah, hey, ich hab doch damit eben schon mal interagiert, irgendwie. Och nö, komm, geh da durch. So. Das ist auch so ein bisschen ein Problem, die New Dark Engine. Die hat nämlich so ein paar Sachen, was so Kantenhöhe. Unsichtbare Kanten.
Kanten. Ja, nicht unsichtbare Kanten in dem Sinne, sondern die Kantenhöhe wurde da teilweise. Oh Gott. Okay. Die wurde teilweise minimal verändert. Und es gibt eine Fanmission, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war, wie die hieß, aber die kann man in New Dark nicht beenden, beziehungsweise da kommt man in New Dark von vornherein, also da muss man ganz am Anfang so ein kleines Seil hochklettern, das ursprünglich in der Original-Engine so gestaltet wurde, dass es halt gerade so in Reichweite ist. Ja, da kommt man aber mit New Dark nicht mehr rein oder nicht mehr ran. Ist. Ah. Moment, ich höre ihm mal weiter zu. Man ihn da irgendwo nehme. So, darf ich jetzt? No. Moosfallen nicht die Antwort auf alles. Da würde ich tatsächlich eher Gasfalle dann nehmen. Die sind die Antwort auf alles. Also wenn es eine Pfeilart gibt, hä? Ja, und nu? Wenn es eine Pfeilart gibt, die von denen ich unendlich haben wollen würde, dann wären es definitiv die Gaspfeile. Hä? Och, Menno. Da ist. Hier ist doch nichts, oder? Da ist hier wieder irgendwo was versteckt. Ein Türrahmen vielleicht? Nö, nö. Hier hatte sich nichts geändert? Nö. Ui. Ich. Slow Fall Potion? Ja, sonst habe ich doch nichts. Hä? Kann ich hier die Scheiben kaputt machen? Ne. Der probier es mal. Nö, auch nicht. Ist hier hinter irgendwo was? Nein. Hier irgendwo ein Schalter? Nö. Ich meine, gut, dahinter ist ja offenbar Wasser. Das macht schon Sinn, dass man die Tür nicht aufkriegt. Ja, du Aber. würdest sterben, wenn du sie aufkriegst. Ja. Der Wasserdruck Hey, würde aber ich dich weiß nicht. erschlagen. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wo ich jetzt hier weiter soll. Komme ich hier hoch? Nö. Nee, das ist eine Metalltür, ne? Also das Kabel hier würde ja implizieren, dass man irgendwie hier in diese Tür rein muss. Aber oh, ich weiß nicht wie. Ah, da war doch eben irgendwas. Wow. ja. Ah, haha, ich habe einen Schlüssel gefunden, glaube ich. Klang zumindest nach Schlüssel. Flair. Nee. Nein, nein. Nein. Ich versuche mal alle mal aufzuheben. So, packen wir mal wieder rein hier. Jetzt habe ich so einen Kultivator. Toll. Und nu? Oh, ich habe die Tür eben, während ich drin stand, versehentlich geschlossen. Deswegen bin ich da gerade hängen geblieben. Ja, toll. Und was soll ich jetzt mit dem?
Kultivator. Ne, Gascontainer, so. Ja, hier kann ich den nirgendwo benutzen. An der Tür hätte mich auch gewundert. Hä? Oh, jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Hier ist auch nicht zum Benutzen. Zurück komme ich ja eh nicht. Da sowieso nicht. Nee. Kann ich hier irgendwie auf die Kante rauf? Nein. Nö. Da reinkriechen könntest du auch nicht? Da oben? Nee. Ich kann mich da halt an der Kante nicht festhalten. Oh, hey, jetzt geht's auf einmal doch. Wow. Okay. Ja, aber bisschen glitchy, ne? Ich glaube, das ist so aber auch gar nicht beabsichtigt. Oh, cool. Ich komme tatsächlich wieder zurück. Ich glaube auch nicht, dass ich da nochmal zurück muss. Ich guck trotzdem mal kurz. Achso, das ist die Tür hier übrigens. Ja gut, dann hat sich das sowieso erledigt. Kann ich das? Ja, dann ist das Thema durch. Okay. Ich wollte nur mal gucken, ob ich da irgendwie vielleicht in das Gas auffangen. Aber nee. Ich denke mal, in dem Container wird schon Gas drin sein. Ja, vermutlich. Und ich gehe auch mal davon aus, dass ich hier eigentlich gar nicht hätte zurückkommen sollen. Nur, ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wo ich hier sonst hin soll. Ha. Die Dinger kann ich auch nicht werfen. Hä? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich guck mal in die Spoilers, ob Was finde. Ob ich was dazu finde, ne? Das ist erstmal noch die Frage. Ja, eben. Nee. Das würde mich auch wundern, wenn ich den hier irgendwo benutzen könnte. Okay, I made it to the roof and climb up the catwalk. Ansonsten das berühmte Schwert sicherer Glas, ja genau. Uff. Hier kann ich nicht mit interagieren. Vielleicht. Wir sind jetzt in der Pyramide. Nee, da sind wir schon vorbei an der Pyramide. Ja, genau. Kann ich hier vielleicht irgendwie durchgreifen? Nö. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich irgendwie in diesen Raum hier rein muss. Aber ich habe absolut keine Ahnung wie. Oh, Moment. So, ja toll. Jetzt komme ich zumindest mal hier hoch. Was mir aber, glaube ich, auch nicht wirklich was bringt. Na. Schön gegenlaufen. Ist hier irgendwo was? Ah, Mann. Das Problem ist, ich kann mich da auch nicht wirklich umdrehen drauf, weil ich dann direkt wieder runterfall. Ah, doch. Ich kann mich umdrehen. Ja, aber hier ist auch nichts. Ha. Aber es macht halt auch so überhaupt keinen Sinn hier. Also, weiß ich, wenn man jetzt logisch kombinieren könnte, keine Ahnung, den Gascontainer, den dort einsetzen, dann füllt er sich mit Gas und das kann man dann irgendwie zur Explosion bringen mit dem Feuerpfeil, um die Tür zu öffnen, mal als Beispiel. I'm outside Mechakara's chamber. Ah ja, genau. Könnte es sein, ne? I have the orange gas container, bla bla bla. So, gucken wir mal. Ja, lies mal in Ruhe durch. Nun so lange. Schauen wir uns hier das. Nee, Moment, wir schauen uns Mechakara's an. So.
Also, klar. Ich lese mal die Frage durch, damit vielleicht auch klar ist, was wir. Ich hoffe, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. I'm outside Mecha Kairos Chamber. I have the orange gas container and have picked open the door with the bent wire. Was? Was? Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Nee. Bent wire? Nee, das ist das Ding. Bent wire? Das wird auf jeden Fall die Tür da sein. Hier vielleicht irgendwo noch. Moment. Nee. Ha. So Bent Wire habe ich jetzt nicht gefunden. Ich mach mal die Kiste hier leer. Vielleicht. Oh. Vielleicht liegt das da irgendwo noch mit drin. So. Wenn die Sachen alle draußen sind, dann kann ich die Kisten halt besser untersuchen. Deswegen. Nee. Aus, jetzt wieder was drin. Ah, Mensch, Hilfe. Hey, Bent Wire, wo könnte hier. Hier irgendwo dran vielleicht? Würde die Tür nämlich irgendwie trotzdem noch Sinn machen, oder dieser Raum in Anführungsstrichen. Ich höre mich gerade tatsächlich an dem Wort Bent. Also Wire, klar, ist ein Draht. Der gebogene Draht halt. Ah. Also ein Dietrich. Ja, im Endeffekt ein Dietrich, ja. Ein improvisierter Dietrich, um genau zu sein. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man das verpassen kann. Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, als ich die Dinger hier geöffnet habe, da war ja. Ach, da. Ich hab's. Wow. Muss man erst mal finden. So, falls du nicht weiterkommst, der Text ist dann noch ein bisschen länger. Okay. Nee, leider nicht. Nicht raten, was zu biegen, aber ich hab ihn ja jetzt. Oh. Ja. Da. Na komm. Yeah, just keep prattling away, Cass. Dann schaffen wir doch noch, stimmt. Aber ich hab doch. Kann ich den. Ja, den kann ich da einsetzen. Gut. Ja, kann ich hier irgendwas anderes noch machen? Oder passiert jetzt hier irgendwo was? Ne. Guck mal zum Mecker. Moment. Der ist jetzt nämlich. Ah! Nee, falscher Raum. Du hast den falschen Raum, glaube ich, aktiviert. In den anderen machen. Guck mal in den Raum rechts. Oh, warte. Ja, nee, ich hab's. Das war schon richtig, was ich da gemacht habe. Es hat nur einen kleinen Augenblick gedauert. So, was haben wir jetzt? Okay, ich muss jetzt tatsächlich nur noch raus. Ach. Nee, den. Na toll, den Schalter kann ich gar nicht betätigen. So, ja toll. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Ich nehme den Schädel mal und pack den hier irgendwo hin, damit der mir da nicht im Weg rumliegt. Vielleicht musst du jetzt wieder zurücksetzen, die Gasdinger. Das kann sein. Wieder ein grünes rein statt ein rotes. Ich guck gerade, aber dann war vorhin dieser Hinweis. Der war tatsächlich noch. Oh, hier die Tür ist jetzt offen. Alles klar. Oder die kann ich jetzt aufmachen, so. Okay. Oh Gott, Spinnen. Kleiner Funfact, aber die Spinnen in diesem Spiel gucken mit ihrem Hinterteil. Und Veni hasst Spinnen. Nö. Also in dem Spiel. Ja gut, im Spiel ja. Weil also vor allem diese kleinen Spinnen, weil die halt so ekelhaft zu treffen sind. Ah, hier ist noch eine tote Ratte. Hat bestimmt die Spinne getötet. Oh. Hab ich. Ach verdammt, ich wollte noch mal schnell zur Tür rennen, um zu gucken, ob man da irgendwas machen kann. So, wir haben die Mission geschafft. Hey. Yay! Moment, oh, was? 38, 238, 245, 315 Loot fehlen mir noch. Okay. der eine
Tod, den ich hier verursacht habe, das ist halt ja in diesem Gaszimmer da ziemlich am Anfang gewesen. Ich will nur noch mal kurz was gucken. Ah, ich hab doch noch meinen schönen. Oh. So. Nein. So. Nee, okay, die Tür kann ich gar nicht mehr. Mit der kann ich gar nicht mehr interagieren. Okay. Ich wollte nur noch mal gucken. Ja, dann haben wir die Mission auch geschafft. Seltsame Mission. Ja. Aber eigentlich auch ein bisschen cool. Ja, irgendwie schon, aber so eine Rätselmission, die sind halt für einen Stream ziemlich ungeeignet. Vor allem, wenn man dann Ewigkeiten immer suchen muss und weiß ja, ich, dann klar. Vielleicht noch in die Lösung reingucken muss. Ja, als ob, ganz ehrlich, als ob wir die beiden Sachen ohne die Lösung gefunden hätten. Ja, eben. Also irgendwann vielleicht, Schalter, aber das... Gerade den Draht, so den Schalter vielleicht, aber der Draht? Mhm. So, ich kann ja nebenbei, ich meine, die werde ich jetzt definitiv nicht mehr beendet kriegen, aber ich kann die mal ganz kurz zeigen, noch, die Mission. Mhm. Und zwar The Art of Thievery. Ich mach mal auf easy auch kurz. Ich will sie einfach nur zeigen. Das ist nämlich so eine absolut klassische Thief-Mission. Da musst du aber auch echt viel looten, ne? Ja. Aber, ich zeig's gleich. Moment. Die kenne ich aber definitiv schon so. Und dann noch ganz viele Wasserpfeile. 1000 habe ich noch. Was? Ach, Gaspfeile, ja. Dann nehmen wir noch Gaspfeile. Kann ich. So. So. Ich habe ja auch 3 Flashbombs. Dann nochmal hier. Obwohl, was. Das kaufe ich jetzt ja eigentlich die ganze. Toll, ich komme. Ach doch, da. Ich wollte gerade sagen, ich komme gar nicht an die. An den Gaspfeil ran, solange ich hier nichts anderes gekauft habe. So, und wie gesagt, das ist eine ganz klassische Thief-Mission, die auch richtig Spaß macht. Weil wir sind in einem. Oder ne, noch sind wir nicht drin, aber. Das Ganze ist ein Museum. Und ja, wir können ein komplettes Museum ausräumen quasi. Sowas ist geil. So, hier müsste ich auch. Ja, ich habe die Dietriche. Ja. So, ich gehe mal ganz kurz einmal rein und dann mache ich auch gleich Schluss. Na klar. Ah, das ist halt so eine Mission. Da kann man sich mal so richtig austoben und Beute sammeln und durchschleichen. Und man hat halt, weiß ich, wie viele verschiedene Wege. Ich glaube, ich könnte jetzt hier am Anfang nämlich schon... Och, Mensch. So, nochmal Dietrich wechseln. Also wir haben immer so einen dreikantigen und einen vierkantigen Dietrich. Und ja, da muss man immer hin und her wechseln. Und eventuell könnte ich nämlich... von hier unten auch irgendwo einen Seilpfeil ranschießen und dann in ein oberes Stockwerk einsteigen. Mal als Beispiel. Oh, ja, toll. Ich wurde gleich entdeckt. Der Alarm wurde gleich ausgelöst. Kamerad, ich gesehen. Hm. Oh Gott, oh. Ja, so spielt Veni übrigens immer. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nicht? Ja, nein. Also, nicht Stealthy, sondern immer Pink Mohawk. Genau. Nein, also beim besten Willen nicht. Wie gesagt, ich will das ja jetzt eh nur mal kurz ein bisschen zeigen. Ja, und ja, man sieht schon die Größe von dem Museum. Wir sind jetzt im unteren Stockwerk. Hier sind überall noch Gänge. Sitting Room, okay. Und ja, prinzipiell könnte ich jetzt hier... Wow, Hilfe! Ach, da liegt noch was. Prinzipiell könnte ich hier unten jetzt alles in Ruhe ausräumen. Also jetzt gerade nicht, weil ich so ein bisschen Probleme habe mit ein paar Wachen, die da rumrennen. So. Ha. Na komm. Ah, jetzt könnte ich mich jetzt im Grunde hier Ewigkeiten hinstellen und warten, bis sie sich wieder beruhigt haben. Und habe ich einen? Ja, ich habe einen Blackjack. Oh Gott. Oh, okay. Hat sich erledigt mit dem Ewigkeiten hinstellen. Veni. Schaffe ich es hier hoch? Nein, natürlich nicht. Kann ich hier hoch?
Oh. Oh, ich erwarte jeden Moment einen Schlag. Aber nee, doch nicht. Ich weiß nur, dass die Gegner dich nicht mit einem Schlag ausknüppeln können auf dem genau. Schwierigkeitsgrad. Ich könnte, ich glaube, hier auf der Seite hätte ich halt auch einsteigen können. Und man sieht ja schon, wie riesig dieses Gebäude ist. Und das Ganze über 3 Stockwerke und überall Beute und überall Wachen. Oh, nee, hier ist eine Sackgasse, verdammt. Jetzt hätte ich eigentlich ein kleines Problem, oder auch nicht. Das aber gleich, bevor wir aufhören, nochmal gucken, was du auf Ghost denn so machen müsstest für Missions-Objectives. Ja, das kann ich machen. Moment. Achso, ich kann einmal das hier zeigen. Wenn man das Ingame dann anzeigt, dann sind die Beschreibungen immer ein bisschen kürzer. 3500 Gold klauen. Aha. Ja, also ist nicht. Ja auch easy. Genau. Und das Juwelenschwert. Ja, und dann so ein paar Gemälde halt noch finden. Ah, alles. Geheimnis ist so ein Bonus-Objective. Taschendiebstähle, Rosary Beads, also hier Rosenkranz. Genau. Und ja, dann halt wieder ja, quasi raus. Die Liste wird wahrscheinlich deutlich länger sein auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Genau. So, und so, ich gehe mal auf den höchsten Schwierigkeitsgrad direkt. So, einkaufen brauchen wir jetzt nicht. Ich will ja nur die Objekte anzeigen. So, 5500. Den Mechanist Lord's Bedroom noch finden. Oh, kein schön, kein da Alarm. Was? Rob von the rich for yourself. Ach so, wo? Das stand bei. Ach so, bei den langen Missionszielen, ja, ne? Genau. Ach so, okay. Für Steel 5500 Loot. Jo. Hier darf ich zum Beispiel keinerlei Alarm auslösen. Ich glaube, bei den anderen war auch nicht, dass ich die Wachen nicht töten durfte, oder? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Auf alle Fälle darf ich hier keinerlei Alarm auslösen. Bestimmt ist hier irgendwo noch, ja, hier, don't kill anyone. Und hier hast du halt auch noch maximal 5 Leute ausknocken als optionales. Ach so, ja, als optionales, okay. Hier habe ich zum Beispiel auch Ghosten. Ghosten ist, ja, dass man halt wirklich keinerlei Alarm auslöst, also ja, keinerlei Hinweise hinterlässt, so. Also man darf nicht gesehen werden, man darf niemanden, also eigentlich ist Ghosting halt niemanden ausnocken. Und dann gibt es noch den sogenannten Leader-Style, das ist noch eine besondere Art des Ghostings, da darf man nämlich, wenn man Schlüssel zum Beispiel einsammelt, muss man die, bevor man die Mission beendet, auch wieder dahin bringen, wo sie gewesen sind. Oder wenn man sie vom Gürtel einer Wache geklaut hat, muss man den Schlüssel quasi zu Füßen der Wache hinlegen oder auf deren Patrouillenweg irgendwo, so dass es aussieht, als wenn die Wache den Schlüssel einfach nur hat fallen lassen. Man darf keine Vorhänge oder sowas zerstören, was teilweise sehr nervig ist, wenn dahinter so ein Tresor ist mit einem, weiß ich, so ein Zahlencode-Ding, muss man nämlich blind den Zahlencode eingeben. Man muss alles an Beute haben, natürlich höchster Schwierigkeitsgrad, alle Pickpocks. Also, ja, alle Taschendiebstähle, so. Alles an Beute, hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und, ja, wie gesagt, im Endeffekt keinerlei Hinweise hinterlassen. Wenn man eine Tür aufgeschlossen hat, muss man die auch wieder zuschließen. Und das ist halt der Leather-Style. Extrem schwierig, aber, ja, auch sehr interessant. Was war hier noch neu? Ja, alle Secrets hatten wir ja eben schon. Das hatten wir auch schon. Achso, 25 auf Expert. Aber auch Bonus nur. Und not a single knockout with your Blackjack. Wow. Jo. Aber wenigstens optional. Sowas mag ich mal, wenn das dann nur optional ist. Ja, deswegen hast du ja beide Optionalen tatsächlich sogar drin. Also nicht mehr als 5 oder halt. Ach ja, nicht, da, auch. Oder nicht 1. Genau. Das ist dann halt real Ghosting. Richtig. Ja, das war's dann mit den Thief-Fan-Missionen. Diesmal keine Weihnachtsmission dabei. Ja, dafür nächstes Jahr dann bestimmt. Und muss ich mal sehen. Ich suche ein paar aus. Ich denke mal, dass ich nächstes Jahr, also ich werde das fürs Fun-Event auf Garantie wieder einreichen. Ah, Kanalpunkte schnell einsammeln. Und da werde ich mal versuchen, so ein paar Missionen von deutschsprachigen Leuten rauszusuchen. Oh ja, ich weiß, das Artefakt
die Mission, die hatte ich auch auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und da hat sich irgendwie Jahre später mal der Autor von dieser Mission gemeldet bei mir. Okay. Und der war ganz überrascht, dass überhaupt irgendjemand mal diese Mission gespielt hat. Der hat sich aber richtig gefreut darüber. Und das fand ich auch cool. Ja, dann ich danke dir aber, dass du es uns nochmal gezeigt Ja, hast. gerne. Und ich denke mal, wir werden noch einiges von dir wiedersehen und hören. Ja, wenn es sich nicht vermeiden lässt, ne? Ja. Und ich würde sagen, wir gehen in eine kurze Pause und danach sind wir wieder da mit Blues Welt Zeldas.